herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 405. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Hallo. Die Frau Patricia. Hallo. Und der Herr Basti. Gute und Grüße. Ja, heute mal wieder in etwas kleinerer Runde, trotzdem ein Haufen an Themen, die wir dabei haben. Und ich muss gleich am Anfang erstmal Grüße, wie versprochen, loswerden. Und zwar an den SGE Elbevoy, an Asphaltitis, an Superheld, Alex13, Darth Maul, Renguppi, Schlappekicker, SGE-Fan, Markus Reif, Charnadler, IH, AGFHG1, keine Ahnung. Don't Fire. War sehr gut. SGE Schwarz-Weiß, Gude Ei, der lange PZ und Zico 2608. Das sind alles die, die in meinem Absagetweet für letzte Woche das Wort erraten haben, was ich vergessen habe. Kennt ihr das manchmal, wenn man der Meinung ist, man hat einen kompletten Satz geschrieben und guckt beim zweiten drauf gucken, stellt man fest, die Hälfte der Worte fehlt? Ja, das kenne ich, auf jeden Fall. Ja. Aber das geht uns ja manchmal allen so. Das geht uns manchmal allen so. Diesen kurzen Aussetzer hatte ich letzte Woche. Das waren die Menschen, die das richtige Wort erraten haben. Und da waren auch noch ganz schön andere Kreationen dabei, die ich jetzt teilweise nicht wiederholen will, weil sie vielleicht nicht ganz jugendfrei für die Suchzeit sind. Anyway. Das ist nicht das Einzige, was uns per Twitter erreicht hat. Per Twitter hat uns ansonsten auch ganz viel Zuspruch erreicht, nachdem die Eintracht letzte Woche angekündigt hat, einen eigenen Podcast zu starten ab diesem Freitag. Und das Feedback, was wir von euch da draußen bekommen haben, war grandios per Twitter, per Facebook, in den Kommentaren, per Mail. Also ganz viel Zuspruch finden wir großartig. Vielen, vielen Dank dafür. Und wie wir diesen Podcast inhaltlich finden, da können wir gerne drüber reden, wenn mal so 2, 3 Folgen passiert sind. Ich finde, man sollte dem Ding eine Chance geben und das machen wir auch und ja, hören uns das mal an und ihr könnt es da draußen auch tun und dann kann man sich ja dann mal drüber unterhalten, wie wir das so finden. Und bis dahin würde ich sagen, lassen wir das Thema erstmal dabei. No? Genau. Ja, ja wie gesagt, über ungeleckte Eier brauchen wir nicht sprechen. Wir haben 10 Jahre Erfahrung, die sollen erstmal liefern. Grüße. Diese kleine Spitze konntest du dir jetzt nicht verkneifen, ne? Nö, kann ich nicht, aber muss ich auch nicht. Ja, genau, muss man nicht. Wir sind hier, wie hast du so schön geschrieben, das Original seit 2010. Ja, durchaus. Ne? Also das ist ja dann doch schon eine ganze lange Zeit tatsächlich. Richtig. Aber gut. Genau, aber von daher lassen wir es mal auf uns zukommen und falls die Kollegen vom von der Eintracht betriebenen Podcast Bock haben auf eine Crossover-Folge. Ich glaube, das kriegen wir auch noch irgendwie gelöst, das Thema. So. Dann lasst uns doch vielleicht auch noch mal ein bisschen über tatsächlich gespielten Fußball laufen. Habt ihr euch die letzten Spiele der Euroleague und der Champions League angeguckt eigentlich? Tatsächlich nur das Champions League-Finale habe ich mir angeschaut. Den Rest nicht so wirklich. Also okay. Das Finale, Alorn. Wie sagt man dann Bayern? Boah. Also der tut ja auf vielen Ebenen weh, ey. Keine Ahnung, ich kann nicht so viel bayerisch, aber das ist ja klar, also natürlich ein Leckerbissen für all die Fußball-Konnoisseure und die dem Fußball natürlich sehr, ja, wie soll ich sagen, nahegestellt sind, kann man vorstellen. Basti, hast du es denn gutiert? Nee, es war eher so das Gefühl, das war eher die Macht der Gewohnheit zu denken, ja, weiß nicht, wann ich das letzte Mal Champions League Final nicht geschaut habe. Deswegen schaue ich es mir mal an, aber es ist, fühlt sich halt mal ein bisschen merkwürdig an. Was halt gut ist, wenn schlimme Dinge passieren, das muss man halt auch mal erwähnen, wenn man nicht ganz so drin ist, dann sind auch Dinge, die einen ärgern würden, und zwar, dass Thomas Müller irgendwas gewinnt, die sind da nicht ganz so schlimm. So, also ich habe mir dann halt gedacht, ja, ist gut, schalte ich halt ab. Ignoriere ein bisschen den Aftermath, den es dann in der Presse haben wird und so. Also ich weiß nicht. Also für mich fühlt sich zumindest nicht wie ein Triple vom FC Bayern an, was weiß ich nicht. Mich an anderer Stelle vielleicht ein bisschen geärgert oder irritiert oder keine Ahnung was hätte. Es war so, einfach alles so ein bisschen angeschaut. Egal, ne? Ja, also klar kannst du dir den Fußball anschauen und du vergisst es zwischendrin auch ganz kurz, dass da keine Zuschauer sind, wenn da irgendwelche geilen Kombinationen sind oder das Spiel war ja tatsächlich von der Intensität her auf einem hohen Niveau, das kannst du schon. Aber ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt ein EKG-Gerät angeschlossen hätte, wären da, glaube ich, keine großen Ausschläge drauf gewesen, in keine Richtung. Patricia, wie ging es dir? Ja, ähnlich. Also es lief,
Und also generell glaube ich sogar fast alle Spiele, aber halt mehr so nebenbei, weil der Fernseher halt an war, während man was weiß ich was gemacht hat. Aber ja, das Finale habe ich mir auch angeguckt, war jetzt aber auch überhaupt nicht emotional drin. Also es lief halt Fußball und ich habe auch nicht so wirklich realisiert, dass es jetzt gerade ein Champions League-Finale ist. Das war halt irgendein Spiel, was gerade läuft und das haben halt die Bayern gewonnen. So, das war es dann auch wieder. War jetzt nicht besonders mitreißend oder so, auch wenn es schon hin und her ging, aber ja. Es ist so spannend, ne? Weil irgendwie ich war im Urlaub und habe eigentlich gedacht, okay, man guckt sich dann die Spiele so ein bisschen an, ne? Und ich weiß noch, das erste Spiel, was ich mir im Urlaub so gerade in den Urlaub reingefahren angeguckt habe, war dieses komische, dieses absurde Spiel der Bayern, die da wirklich den FC Barcelona komplett vernichtet haben. Und da habe ich schon gedacht, okay, naja, also selbst aus einer sehr neutralen Haltung ist das natürlich jetzt schon eine Demontage. Ja, natürlich ist auch klar, dass es nie so ein krasses Ergebnis gegeben hätte, glaube ich, mit anderen Voraussetzungen, vielleicht Hin- und Rückspiel. Da kommt diese Einzelspielregelung dazu. Dann hast du noch, bist du, glaube ich, spätestens nach 4-0, 5-0 bist du eh komplett demotiviert. Auch keine Fans, du hast nichts, was dich irgendwie noch so ein bisschen pusht. Dann kommen dann solche Ergebnisse zustande. Und dann habe ich eigentlich schon gedacht, okay, naja, vielleicht kommt man da doch so rein. Und wie der Basti das ja gesagt hat, ich gucke tatsächlich immer sehr, sehr gerne sogar Champions League Finals und habe dann tatsächlich nur gehofft, dass irgendwie nicht die ro roten Bullen aus Leipzig da reinkommen. Also, dass mir dieses Das war Ungemach, Wahnsinn. ja, ja, wie soll ich sagen, ja, verwehrt bleibt zumindest. Und das war ja dann auch der Fall. Und irgendwie habe ich gedacht, okay, geil, naja, Paris, Bayern, das klingt schon mal auf dem Papier nach einem guten Spiel. War es ja tatsächlich auch, aber es hat mich halt überhaupt nicht emotional berührt. Also selbst die absurdesten Spiele im Finale, wenn du deine Fans ankommen siehst, du siehst, welche Hoffnung die haben, welche Gefühle die in sich tragen, weil natürlich ist es ja für jeden Fan einer Mannschaft, dass ein Champions League-Finale kommt, was Besonderes. Und sei es nur, selbst wenn es dann nur drei Fans gibt oder sowas, ne? Aber das ist ja dann doch schon was, irgendwo was Magisches, weil so ein Champions League-Finale ist ja das Größtmögliche, was du als Verein irgendwo jetzt mal erreichen kannst. Aber davon war halt nichts da, weil im Vorhinein habe ich nichts davon gespürt. Selbst viele Bayern-Fans und auch die wohlgesonnenen Bayern-Fans, das hat sie auf Twitter, das war alles so Business as usual, wir freuen uns mal einen Tag und dann war wieder gut. Oder habt ihr das anders erlebt? Nee, also es war jetzt auch in meiner Wahrnehmung nicht so lang anhalten. Es hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das für die auch schon so ein Stück weit, ja, egal ist in der aktuellen Situation. Ich glaube, dem Einzigen, dem es nicht egal war, waren die Marseille-Fans, die sich darüber sehr gefreut haben und durch die Straßen gezogen sind. Gibt's Aber da nicht auch ansonsten. dieses schöne, dieses Video hier von Payet, der dann da irgendwie hatte er ein Trikot oder das Logo von Paris, wo dann der Stern oben drüber war und hat das dann quasi weggenommen und dann war das Marseille-Logo unten drunter. Dann hat er so mit dem Finger so angezeigt, so, nee, 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 ihr nicht. Fand ich sehr lustig. Ja, aber ansonsten hat Marvin es schon gut beschrieben. Es fehlen halt auch diese Bilder vorher und nachher so. Alleine, dass du dich aufregst, dass da zu wenig Fans im Stadion sind und zu viele Karten an Sponsoren gehen, gehört auch zu dem Ja. Champions League-Finale dazu. So. Das ist allerdings richtig, ja. Ja, dass So du als dich aufregst über die Hanebämbel, die du da siehst, ne? Dass du dich wenigstens Genau. über die, weißt du, ganz ehrlich, unsere Emotionalität wäre ja insofern schon mal was anderes gewesen, indem wir uns auf der einen Seite über die Commerz-PSG-Fans, die jetzt für 3000 Euro, weil sie es halt mal haben, sich da ein Ticket ergattert haben oder so, weil denen eh alles scheißegal ist irgendwie, weil sie irgendwo, keine Ahnung, aus dem Wüstenstaat kommen und dann eh vollkommen irrelevant oder haben es gesponsert bekommen. Oder du ärgerst dich über die ganzen Schlapphüte, die die ganze Zeit entweder nur Uli rufen oder die ganze Zeit irgendwie ah, Thomas, Thomas, ja, so der Thomas Müller Fanclub. Also, aber selbst die waren ja nicht da. Also das heißt, wir hatten wenig Projektionsfläche am Ende. Und dann ist es halt irgendwie ein Spiel, bei dem der Bessere vielleicht gewinnt, aber das ist halt komplett klinisch und tatsächlich auch nicht mein Spiel. Also interessiert mich dann einfach bedeutend weniger. Ja, so kann man es zusammenfassen. Es ist nicht so, dass man, also ich lehne es auch nicht komplett ab, weil man hat ja trotzdem ein Gespür dafür, was sollen die machen. Wir haben ja auch schon ausführlich darüber gesprochen, bevor es losging, was wir davon halten und was man beachten muss. Und da muss man ja sagen, das ist gut gegangen. Es gab keine großartigen Dramen, die sich abgespielt haben. Es gab die Befürchtungen, die es vorher gab und diese Neiddebatte in Anführungszeichen und ob das Schaden verursachen wird und so weiter, die sind ja alle nicht eingetreten.
Aber wenn du da differenzierst, zu denken, okay, wie viel Prozent ersetzen wir das von dem eigentlichen Normalzustand, ist es klar, dass ich dachte, okay, das wird auf gar keinen Fall mal über die 50% gehen. Aber dass es so wenig über die 20 zum Beispiel geht, hätte ich bei mir nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dann schaue ich es halt so. Wie Marvin hat ein gutes Beispiel gebracht, dann wenn du zum Beispiel die Spiele im Urlaub schaust, laufen die auch oft so auf so einem Screen. Und dann guckst du die so ohne Ton, weil da wahrscheinlich noch irgendwie was anderes ist. So würde sich so ein Spiel ja anfühlen. Aber nicht mal das war's. Also es ist trotzdem so, dass Corona sehr, sehr, sehr viel erdrückt. Gerade was dieses Drumherum betrifft und gerade auch diese merkwürdige Terminierung, die dann da war, dass du plötzlich im Hochsommer eine Champions League Turnier hast, dann war das ein Turnier. Dann wusstest du nicht, wie gehen die einzelnen Spieler damit. Also es waren so viele Unwägbarkeiten, die es bei mir auf jeden Fall so gemacht haben, dass es mich nicht krass interessiert hat und ich ein bisschen ängstlicher sogar bin, wie das ganze nächste Jahr jetzt wird, wenn wir wieder, werden bestimmt gleich über die Antwort sprechen hier in diesem Rahmen. Zumindest die Idee, ja. Wie so, also ich meine, so eine kleine Idee hatten wir, aber da war das alles auch noch neu und da haben wir gedacht, gut, jetzt gucken wir mal. Also mich da jetzt drauf einzulassen, dass das der Alltag ist, fällt mir weiterhin sehr, 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 sehr schwer. Ja. Du hast gerade eben angesprochen, Turniersituation. Ich fand in der Konstellation diese Turnierthematik, dass du das irgendwie relativ eng beieinander liegend und dann halt auch wirklich ein Spiel hattest, hat so ein bisschen geholfen, aber es blieb halt trotzdem eher so ein nebenbei Thema bei mir auch. Also wenn ich was geschaut habe, dann war das tatsächlich eher nebenbei und wenig drauf fokussiert. Da ging es dann noch so ein bisschen, aber so richtig, ja, schwierig. Ja. Und da, Patricia, du hast ja auch die meisten Spiele auch wirklich gesehen, auch dahin führen, ne? Ja, also gesehen ist halt wirklich so eine Sache. Es ist halt, man hat das irgendwie eingeschaltet, dann hat man sich vielleicht bei manchen Partien sogar vorgenommen, hey, ich gucke das jetzt. Und dann irgendwie so nach 15 Minuten schon wieder nebenbei irgendwas anderes gemacht, weil es einfach, es hat einen nicht so gefesselt. Und die einzigen Spiele, die ich wirklich so einigermaßen gut verfolgt habe, waren die, als Lyon noch drin war, weil ich mir dachte, okay, das ist jetzt so meine einzige Hoffnung, dass die vielleicht ins Finale kommen und das dann noch irgendwie so einen Charakter hat, hey, es war halt nicht PSG oder Nicht das Bayern Geld. oder Man City oder einer derer Vereine. Ja, Aber Atalanta wäre halt hat geil ganz gut gewesen. funktioniert bis zum Halbfinale, aber ja, die habe ich mir noch ein bisschen intensiver angeguckt, aber jetzt auch weit davon entfernt, wie ich ein Spiel gucken würde in normalen Verhältnissen. Man sieht ja auch, wenn man jetzt die Bayern-Fans sieht, die sich zum Teil ja auch ja so ein bisschen gefreut haben, so, das kann ich ja auch verstehen. Ich meine, dein Verein hat halt ein Triple geholt, aber Klar, Logo. Letztendlich war das ja auch nicht so. Ich glaube, es war bei keinem so wirklich die Freude, die es gewesen wäre. Weil selbst das ist ja, selbst für verwöhnte Bayern-Fans ist das ja was, worauf die so hinfiebern, weil ein Triple ja jetzt auch nicht jedes Jahr passiert. Und dass das dann halt in so einem Rahmen ist, ja, ist halt bitter. Also ja, Ist es nicht? selbst, Ist es selbst nicht? bei den Gewinnern halt ist halt alles so gedämpft halt durch diese Situation momentan. Und das ist schon echt bitter zu sehen. Ist es nicht tatsächlich so, dass diese Reibung auch auf deren Seite fehlt? Also so nach dem Motto, also dass die es ganz gerne vielleicht anderen reinreiben würden. Ich glaube, es ist halt mittlerweile auch der Gegenseite dann egal. Also ich meine, ja, normalerweise Naja. würde man ja denken, ja, vielleicht so die Dortmunder oder so, die sind dann extrem sauber. Aber ich glaube, auch die hat es dann 2 Tage später schon nicht mehr gejuckt irgendwie. Ja, natürlich. Also ich meine, du brauchst, das ist ein emotionsgetriebener Sport und die Emotion kommt natürlich in dem Fall auch ganz viel dadurch, dass du halt eben auch Neider hast, Leute, die es dir nicht gönnen oder die halt einfach aus welchem Grund auch immer dagegen sind. Und das fehlte ja komplett. Also wo sollen denn auch die, auch klar, wenn das für die jetzt etwas vielleicht nicht irgendetwas ist, was jedes Tag passiert, aber denen fehlen natürlich auch jegliche Emotionen. Du hast keinen, der großartig irgendwie drauf eingeht, weil sie halt auch sagen, ja gut, der eine Katar-Verein gegen den anderen Katar-Verein, who cares? Ja, du bist nicht im Stadion, du hast auch sonst irgendwie nichts. Feiern darfst du auch nicht. 2 Wochen später hätten sie abends wahrscheinlich ja noch nicht mal ein Bierchen trinken dürfen, weil es ja jetzt nicht mehr erlaubt ist in München. Also ja, wird die das jetzt auch nicht großartig interessiert haben. Aber dann gehen wir doch mal genau dazu weg, weil Basti hat es ja eben schon angesprochen.
hat schon durchaus die Befürchtung, dass sich das jetzt noch so weiterzieht, weil irgendwie haben wir ja ein bisschen, zumindest in der letzten Saison damit gelebt, okay, wir müssen das jetzt irgendwie fertig machen und dann vielleicht wird es in der nächsten Saison jetzt schon alles besser. Aber das Problem ist, wir tragen diese Emotionalität oder die Fehler, das Fehlen der Emotionalität ja tatsächlich auch gerade schon ein bisschen in das, was aktuell kommt, oder? Also, keine Ahnung, mir fehlt so ein bisschen. Sagen wir es mal so, die Linie geht halt stark irgendwie nach unten. Ich sag mal, jetzt in dem Fortführen der alten Saison kamst du ja noch irgendwie so aus diesem Thema, du hattest Spiele mit Zuschauern, du warst in einer gewissen Euphorie, es ging noch um was, du hattest auch für uns jetzt ja noch dieses Thema mit dem Euroleague-Rückspiel. Also da waren ja schon noch so ein paar Dinger dabei, wo du zumindest allein durch die Entscheidung, die da auf dich zukommt, noch irgendwie Emotionen aufbauen kannst. Dann ist es für mich zumindest ja so immer mehr nach unten weggeplätschert. Jetzt hattest du dann diese kurze, aber vorhandene Sommerpause und jetzt läufst du ja in so ein Ding rein, wo du ja noch nicht mal irgendwie so dieses hast, so nach dem Motto, es geht noch um irgendwas, weil du ja am Anfang von 34 Spieltagen stehst. Also wie willst du denn da jetzt irgendeine Art von Anspannung für dieses Thema jetzt gerade aufbauen, wenn du gefühlt auf so einer Linie bist, die unter 10% Emotionslevel irgendwie gerade ist bei dem Thema? Ja, aber was Marvin beschreibt, ist genau das. Also es ist gar nicht so, dass ich denke, ah, gucken wir mal, wie es wird. Sondern ich merke aktuell schon, dass es nicht so ist, wie es normal wäre, weil eigentlich jetzt diese Sonderheftezeit anfängt. So, oh geil, Kicker Sonderheft kommt am Freitag. Ey Freunde, Sonderheft ist schon draußen. Wer kommt, Transfers, dann nervst du deine Freunde mit irgendwelchen absurden Gerüchten. Dann überlegst du dir, wer spielt wo. Das passiert alles schon noch. Also ich will auch nicht, dass man das falsch versteht. Es ist nicht so, dass es mir komplett egal ist, aber es ist mir halt egaler als sonst. Und ja, auf eine Dramatik, die ich so nicht gedacht hätte. Und das merkst du aktuell, jetzt wäre eigentlich die Zeit, es geht bald los, bald ist DFB-Pokal. Da würde man sich eigentlich schon freuen, dass man da wahrscheinlich hinfahren würde. 1860, attraktiver Gegner, attraktives Stadion, wo man hinfahren würde, wäre ein bisschen was los. Die hätten auch irgendwie Fans, die, aber also es wäre auf jeden Fall, würde das ein geiler Tag werden. So, das fällt schon mal weg. Dann hast du irgendwie erste Heimspiel gegen Bielefeld, wo du denken musst, ach geil, dann siehst du alle Leute mal wieder im Stadion und Eintracht gegen Bielefeld könnte man eventuell den Saisonauftakt sogar gewinnen. Also du würdest mit einem positiven Erlebnis bei gutem Wetter hoffentlich in die Saison starten. Tag auch schon weg. Dann hast du durch Corona weniger Geld. Das heißt, die Transfergerüchte gehen eher in so eine ängstliche Haltung. So zu denken, ah, lieber soll jetzt keiner gehen, aber die großen Sprünge wird es nicht mehr geben. Das heißt, diese drei Faktoren sind schon mal alle negativ behaftet. Und da bin ich gespannt, weil am Anfang hat sich das so angefühlt, oh Gott, keine Ahnung, mein Haus ist abgebrannt. Kurzer Schock, aber lass gucken, wie wir das wieder aufbauen können. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, ja, nee, du wohnst jetzt in diesem abgebrannten Haus. So, das dauert halt, bis das aufgebaut ist. Und in diesem Augen-zu-und-durch-Modus war ich die ganze Zeit, habe gedacht, wir gucken. Und es war ja auch spannend. Wir haben ja auch hier drüber diskutiert, wir gucken, was das mit uns macht. Und Marvin und ich haben ja zum Beispiel das Bremen-Spiel auch live begleitet mit Fußball 2000 und da kam schon Emotionalität auf. Also da, als die Eintracht gewonnen hat, da sind wir schon abgegangen, als da was passiert ist. Aber es ist halt die Ausnahme. Also es ist, ich weiß nicht, wie sich es anfühlen wird, wenn die Eintracht zu Hause gegen Bielefeld spielt und man das halt mit der erlaubten Anzahl an Leuten vorm Fernseher schaut dann. Also kann ich mit der jetzt noch auch immer erlaubten Anzahl. Das ist halt das Schlimme, du weißt ja gerade gar nichts. So, ich meine, wir haben jetzt noch, jo, in zwei, drei Wochen geht es dann tatsächlich los mit dem Spiel. Für mich ist momentan auch gerade extrem tote Zeit. Ne? Also du hast ja eben gemeint, normalerweise, wenn wir jetzt über Spieler sprechen, die jetzt werden wir auch gleich noch, keine Angst. Also die Leute, die jetzt zuhören, wir werden gleich noch mal ein bisschen darüber sprechen. Aber dann kommt jetzt der Corona-Hammer, der tatsächlich auch auf unsere Stimmung so ein bisschen gedrückt hat, weil die großen Verpflichtungen, die vielleicht einen auch anzünden könnten, die sind momentan eh nicht, die sind weiter fern. Du bist eigentlich froh, wenn du nicht irgendwie die Herzstücke deiner Mannschaft irgendwie noch verlierst. Ja? Also irgendwie ist das eigentlich eher so, nein, ich will alles behalten. Wir können auch genau so in die Saison starten. Hier, hast du meine Karte. Nimm das sofort. Ja? Also es ist mir denn tatsächlich lieber, wenn wir jetzt mir einer Brief und Siegel gibt und sagt, keine großen Abfänge mehr. Ja, keine Ahnung, wenn jetzt der einer Typ von der Sesamstraße kommt und sagt, hier mein Freund, ich habe diesen Saisonstart für dich, willst du ihn haben? Und dann würde ich sofort sagen, ja, nehme ich sofort, genau so mit dieser Mannschaft, weil keine Ahnung, was noch kommt, so, ja. Schwierig, ey. Wer weiß, vielleicht finden wir irgendwo unter dem Kopfkissen noch 700 Millionen, dann können wir noch Messi aus seinem Vertrag rauskaufen. Der sollte mal schön ablösefrei sein. Aber gut,
Naja, wir sollten uns gar nicht so negativ, wir hangen uns jetzt schon in einen Strudel der Negativität, aber vielleicht, René, hast du doch ein paar schöne Dinge für uns, die du uns kredenzen kannst, damit wir da besser drauf sind. Die Patricia ist auch so verdächtig ruhig. Ja, das ist vielleicht auch einfach, ja, schwieriger Zeitpunkt. Ja, wir hatten ja gerade eben schon gesagt, lass mal über Spieler auch reden. Und da tut sich ja jetzt dann doch so ein bisschen was. Wir hatten ja schon befürchtet, dass es dauern wird, bis ein bisschen was passiert. Jetzt haben wir zumindest mal eine Leihe, die heute noch verkündet wurde, als nicht zu uns kommen, sondern abgeben. Wir hatten ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass Joveljic ja so ein bisschen drunter gelitten hat, dass da ja auch die Liga, an die er verliehen war, auch relativ früh den Spielbetrieb eingestellt hat und ihm so ein bisschen Spielpraxis fehlt und dass es ihm eigentlich gut tun würde, nochmal ein weiteres Jahr verliehen zu werden. Wir hatten so ein bisschen drauf geschielt auf so zweite Bundesliga, also irgendwas, was halt irgendwie nahe dran ist. Das hat jetzt nicht so ganz funktioniert, aber er wird für ein Jahr verliehen an den Wolfsberger AC, seines Zeichens Erstligist in Österreich, der sogar in der nächsten Saison, in welcher Art und Weise auch immer das dann nachher stattfinden wird, in der UEFA, im UEFA-Pokal spielen darf. Also vielleicht sogar für Joveljic nicht nur Spielpraxis in der Liga sammeln, sondern sogar international, was ja prinzipiell jetzt auch erstmal gar nicht schlecht ist für die Entwicklung, oder? Marvin? Ja, also klar, ich habe es ja schon mal kurz bei Twitter angesprochen. Grundsätzlich hätte ich es mir natürlich auch gewünscht, wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, ihn in die zweite Liga zu verleihen. Basti, du hattest ja irgendwie auch schon mal ein bisschen was irgendwie über bekannten Freundeskreise gehört, dass das ja eigentlich wie schon angedacht gewesen wäre. Jetzt der Wechsel nicht zu einem Zweitligisten, sondern tatsächlich hin zu einem Verein, der auf jeden Fall gut ist, der schon einige auf eine neue Stufe gebracht hat. Da wurde letztes Jahr beispielsweise jemand ausgeliehen von Bremen, der sich jetzt wahrscheinlich in den Bremer Kader einfügen wird, weil er dort gut gespielt hat. Der Wolfsberger RC hat ja auch beachtliche Erfolge beispielsweise gegen Gladbach erzielt und auch in der Liga sehr gut unterwegs gewesen. Für mich ist halt das Problem die Liga, die ich nicht großartig als übermäßig gut bewerte, muss ich ehrlich sagen. Aber der Bonus kann auf der einen Seite sein, dass der Wolfsberger erzählt, Dejan Joveljic auf jeden Fall haben wollte. Für die ist es, die haben riesig geschwärmt, die haben gesagt, es war ein Bekenntnis. Super, dass so ein Spieler von dieser Größe zu uns wechselt. Hübner hat auch gesagt, naja, also das Interesse von deren Seite muss überschwänglich toll gewesen sein. Das heißt, wir erleben jemanden, wenn Joveljic einigermaßen motiviert ist, der wahrscheinlich relativ viele Spiele macht und wenn dann noch alles gut läuft, sogar in der Europa League, und dann hast du tatsächlich vielleicht doch einen guten Spieler, der vielleicht 12 bis 20 Buden in Österreich gemacht hat, und dann ist es eine gute Sache für uns. Ja, ich finde das entscheidende Argument, dass die den unbedingt haben wollten. Das ist nicht so, du musst den überall anbieten und musst gucken, dass er unterkommt und ja, probieren, und dann am Ende spielt er doch nicht. Weil im Endeffekt wird es darauf ankommen, dass er spielt und nicht wo er spielt, sondern dass er einfach diese Wettkampfhärte sich holen kann. Marvin hat es schon gesagt, wir erinnern uns an dieses sehr interessante 4:0 in Gladbach. Also das ist ein Verein, der nicht, zumindest nicht komplett graupig unterwegs ist. Und dann muss man gucken, es wird auf ihn ankommen, ob er das annimmt. Und ich gehe davon aus, dass es auch mit ihm besprochen wurde. Und wenn der Verein auf ihn Bock hat, kann das für den Spieler gar nicht schlecht sein. Da kommt er nämlich dahin und hat anders als in Frankfurt vielleicht das Gefühl, dass er wertgeschätzt wird. Das heißt, du kannst das schon mal rausrechnen aus seiner Entwicklung, dass er irgendwie noch mit diesem Struggle-Camp zu denken, ach, er wird nicht mal beachtet oder kriegt nicht die Chance. Und dann muss er es halt da zeigen. Da spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle. Was wird in der österreichischen Liga überhaupt passieren? Wie ist da die Situation und so weiter und so weiter? Also auch hier, es tut mir leid, Marvin hat gesagt, wir sollen ein bisschen positiver werden, aber auch hier spielt natürlich Corona eine Rolle. Also es ist ja sicher gut, keine ist normale Laie, weil du gar nicht genau weißt, wie sich das alles auswirken wird. So. Aber ich finde gut, dass man ihn nicht aufgibt. Wir hatten es bei Fußball 2000, haben wir auch schon über ihn gesprochen, haben wir gesagt, auf gar keinen Fall verkaufen, aber es wird jetzt noch nicht reichen. Und das finde ich auch nicht schlimm. Da muss ich auch mal jedem, der sich da immer beschwert, oh, Hüter, setz nicht auf junge Spieler und bla. Ja, Leute, ich hoffe sehr, dass wir einen Sturm haben, an dem er nicht vorbeikommt, muss ich sagen. Ansonsten hätten wir ein Problem. Ja, das wenn Dejan Joveljic eine ernstzunehmende Alternative hier wäre, sehr, sehr viel Spielpraxis zu kriegen, dann hätte die Eintracht woanders Fehler gemacht. Also ich finde das schon in Ordnung, dass man sich dem jetzt hier irgendwie sich noch Wettkampfhärte holen lässt und guckt, dass das irgendwie funktioniert und vielleicht, dass er irgendwie ein paar Schritte weiter irgendwann ist, aber ja. Es macht mich nicht traurig, muss ich sagen.
Patricia, was meinst du? Ja, ihr habt es, glaube ich, schon ganz gut zusammengefasst. Ich finde es auch, ja, gut soweit. Ich finde es gut, dass er auch sich ein bisschen an Europa rantasten kann. Es sind ja auf mittelfristige Sicht, waren zumindest die Ziele der SGE. Da kann er sich auch schon mal in die Richtung entwickeln, sagen wir mal. Auch Sprache und Kultur sind ähnlich. Also er wird jetzt nicht komplett in ein neues Umfeld geworfen, dass man sagt, okay, jetzt ist er irgendwie in Italien und vielleicht akklimatisiert er sich da gut und dann kommt er nach Deutschland und das passt ihm gar nicht mehr. Deswegen, das kann auch wichtig sein, kann er sich da auch ein bisschen weiterentwickeln und ja, weiter einleben. Ist jetzt nicht genau das Gleiche wie Frankfurt, aber ja, ist jetzt kein kompletter Kulturschock und dann ja, hoffen wir mal, dass er da dann genug Spielpraxis bekommt. Wie gesagt, die wollten ihn unbedingt, das ist löblich, sagen wir mal. Und ja, hoffentlich entwickelt er sich dann dort auch gut. Und ich würde ihn halt gern dann bei uns sehen, wenn es klappt, weil ich irgendwie ja das Gefühl habe, der Junge will und kann auch. Ist halt noch nicht so weit, aber das kann ja danach tatsächlich so sein, wenn alles so laufen sollte, dass er überhaupt Spielzeit bekommt, dass diese Liga läuft. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Spiele stattfinden und er dann auch Spielzeiten bekommt. Auf jeden Fall. Und du hast es eben richtig gesagt, Patricia, die Sache ist ja überhaupt noch gar nicht rum mit ihm. Also das Ding ist ja, der, wenn er jetzt da diese Spielzeit sammelt. Und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, das kann laufen, wenn die so Bock auf den haben. Das finde ich geil. Dann muss er halt Leistung zeigen, insofern, dass er sich anbietet fürs Training und bei allem Respekt, ne? Der kriegt schon das ein oder andere Tor auch gegen andere dudelige Mannschaften hin. Da sind ja nicht nur Top-Teams dabei, ja. Also ich meine, natürlich hast du gute Mannschaft mit Graz, mit Salzburg, ja, auch mit Wien. Alles schön und gut, aber da sind auch ein paar Clubs dabei, denen will ich nicht zu nahe treten, aber die hätten. Das ist halt auch Profitum. Nicht allererster Güte, ja, und da kriegst du auf jeden Fall auch mal vielleicht ein bisschen einen Drive rein und dann, wenn Jovetic erstmal on a roll kommt, dann läuft das vielleicht auch und dann hast du ihn Spieler nach einer Spielzeit vielleicht mit 20 Toren zurück und dann hat er ein ganz anderes Selbstbewusstsein und dann läuft das wieder, ne? Muss nur den richtigen, den Tritt reinfinden. Für mich ist die Sache bei ihm in Frankfurt noch überhaupt nicht gelaufen. Nee, finde ich auch. Man muss da aufpassen, weil so ein bisschen eine kleine Negativität schwingt schon mit, dass er 5 Millionen Flocken gekostet hat. Darf man nicht vergessen. Dass du halt 5 Millionen Euro für einen Spieler ausgibst, den du wissentlich dann 2 Jahre erstmal nicht benutzen kannst, muss man auch erstmal so machen. Aber ich bleib dabei. Diese Eindrücke, die man von ihm hatte, zumindest in diesen Quali-Spielen, die waren, was die Einstellung betrifft, okay, wenn er sich den Rest holt und überlegt euch, was für eine Transformation Kamada gemacht hat. Der war so ein Hemd, da hast du gedacht, den, weiß ich nicht. Genau. Kannst du wegpusten und dann kam er wieder und hatte eine ganz andere Präsenz. So. Und ich erhoffe mir so dieses Ding bei ihm auch. Keine Ahnung, kommt vielleicht zurück, vielleicht hat er einen Bart oder so. Ich weiß es nicht. Also, und, Qualitätskriterium. Hat jetzt also Tattoo. Weiß nicht. Und läuft irgendwie zuversichtlich. Es gibt ja so Kleinigkeiten, die an der Gestik und an der Körperhaltung irgendwie dir zeigen, okay, da ist irgendwie eine Entwicklung passiert. Ich meine, so krass wie bei Goretzka muss es jetzt nicht sein, aber so ein bisschen, das ist quasi, ach guck mal an, der ist auf jeden Fall ein Jahr älter und erfahrener geworden. Wenn du das nächsten Sommer bei ihm hast, dann ist doch alles in Ordnung. Also dann ist auch alles in Ordnung, weil ich bin da bei Patricia. Irgendwie hat der Junge was, das kann man ja auch nicht immer komplett beschreiben. Das ja genau, es ist irgendwie so eine Ausstrahlung, irgendwas strahlt hat er aus, ja. Dass man so hofft, dass das was werden könnte. So. Genau, also kann du hast auf genau gar keinen Fall das was, Gefühl, ja, genau, du hast ja auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass es eine Graupe ist. So. Das war ähnlich wie, und ich, da erinnere ich mich oft dran, als Marvin und ich hier verteidigt haben, dass die Eintracht Rebic zum ersten Mal ausgeliehen hat. Der hat auch nicht direkt geliefert. Am Anfang haben wir auch gedacht, du liebe Zeit, der hat es da nicht geschafft. Irgendwie hat man bei Jovetic das Gefühl, dass da irgendwas unter der Decke liegt noch. Und müssen halt Geduld haben, weil dieses Jahr wird sehr, sehr lange. Also das gefühlt werden wir Jovetic in 5 Jahren wiedersehen. Ja, ja, das ist genau das. Aber ich meine, das Problem ist, ich meine, wir müssen ihm jetzt diese Zeit auch geben. Ihm ist ein halbes Jahr, das muss man auch sagen, in seiner Entwicklung ist ein halbes Jahr ihm geklaut worden. Ne? Genau. Denn er hätte normalerweise eine Rückserie in Belgien spielen sollen. Ja, wer weiß, der hat die ersten Spiele gar nicht so schlecht gemacht. Aber dann, ne, die ist ihm einfach geklaut worden in seiner Entwicklung. Und die fehlt jungen Spielern auch zuhauf. Und dann müssen wir einfach sagen, okay, er hat jetzt diese Möglichkeit in einer Liga,
bei der es machbar ist, zu brillieren. Und das muss er jetzt auch nutzen. Aber wenn, ich glaube, er ist kein Typ, der sich hängen lässt. So, ne? Und auch das, was man so hört, das ist schon extrem krasser Läufer und so. Der muss noch ein bisschen robuster werden, aber dann kann das werden. Das, was jetzt gesagt, das ist ein 5-Millionen-Investment. Das klingt schon echt heavy. Aber da müssen wir jetzt durch. Der ist in 2 Jahren auch noch 30 Jahre jünger als Bastos. Das ist wohl wahr, ja. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Zumindest die Hoffnung ist da, dass er, wenn die Liga normal stattfindet, doch einiges an Spielzeit bekommt, was ja schon mal sehr positiv ist. Dann gab es ja jetzt nicht transfermäßig, aber noch immer die Frage, was ist mit dem Vertrag von Hütter? Da hat sich ja jetzt nicht viel getan. Er hatte sich ja in einem Interview, jetzt bevor die Laie von Jovelvic bekannt wurde, dazu auch geäußert und hatte gesagt, okay, da ist nochmal ein Jahr Laie drin, was ja jetzt tatsächlich auch eingetreten ist. Das zweite große Thema in diesem Interview war ja die Thematik mit der Vertragsverlängerung von Kamada. Und er hatte ja zu seiner eigenen Vertragsverlängerung auch gesagt, so, ja, es hängt jetzt nicht mehr an viel, sondern nur noch an so ein paar Kleinigkeiten. Ich mutmaße jetzt mal, dass die Vertragsverlängerung von Kamada eine Thematik dazu ist oder halt eben das Bekommen einer Alternative. Weil es scheint ja auch so zu sein, oder das heißt nicht scheint, es ist ja so, wenn Kamada jetzt seinen Vertrag nicht verlängert, wäre jetzt auch diese Transferperiode die, wo du wahrscheinlich am ehesten noch Geld mit dem Spieler machst. Oh Gott, das ist auch schwierig. Ja, wir haben heute keine einfachen Themen. Ja, klar, jetzt Geld mit ihm machen, aber das ist halt auch nicht das Geld, was du normalerweise kriegen würdest. Also. Ja, das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Das ist dann auch wieder so Abwägungssache, so lieber jetzt weniger oder im schlimmsten Falle in einem Jahr halt nichts, dafür aber dann halt ein Spieler, von dem du weißt, was du hast, der in dem Vereinskonstrukt irgendwie funktioniert, der diese Entwicklung schon mitgemacht hat. Also es ist dann wieder so, ja, Abwägungssache. Ich habe da persönlich auch noch keine Meinung dazu. Ich muss ganz klar behalten. Was Meinung? Sorry, aber mich macht das total wütend mit Kamada. Was denkt er denn? Also der hat jetzt eine gute Saison gespielt. In der Bundesliga hat er auch zu wenig Tore gemacht. Der hat jetzt 1-2 Dribbelaktionen gemacht. Er hat, also bei allem Respekt, der soll jetzt erstmal, also keine Ahnung, dass die Leute immer denken, die müssten jetzt zu Verein Sonder XY, ey, der in 3/4 der Bundesliga-Vereine wird der untergebuttert. Da heißt der nix. Der braucht nicht bei Leverkusen ankommen. So geil ist der noch nicht. Also mich diese teilweise verblendete Haltung anscheinend seiner Beraterschaft irritiert mich tatsächlich zunehmend. Das finde ich, also ich finde es fast frech. Natürlich ist es eine schwierige Situation, aber aktuell, was ihr sagt, ist ja richtig. Aktuell den verkaufen, da bekommst du keine Ahnung, der Typ hat einen Wert von maximal 10 Millionen, aber wenn du den jetzt verkaufst, ja, keine Ahnung, bekommst du 6 oder so. Also ich will das nicht. Ich will aber, dass der auch mal ein bisschen Ehrgeiz zeigt und sagt, ich will aber mal hier bleiben. Ich glaube, was das Problem an Kamada ist, dass er tatsächlich in den Euroleague-Spielen performt hat, wo du halt nochmal eine andere Bühne hast. Ich glaube, bei ihm geht es, wenn, dann gar nicht um die Bundesliga. Sondern der wird sich in die Notizbücher von diversen englischen Vereinen geschossen haben durch den Auftritt bei Arsenal. Also es ist, ich glaube, es wäre einfacher gewesen, wenn er die Anzahl an guten Spielen nicht in der Euroleague, sondern in der Bundesliga gemacht hätte. Dann wäre es ein bisschen ruhiger. Weil wenn du, wie Marvin sagt, wenn du da ein bisschen tiefer gehst, wenn du nur die Euroleague-Spiele nehmen würdest, klar. Aber wenn du dann ein bisschen tiefer schaust und sagst, okay, auch in der Bundesliga, da gab es auch die eine oder andere Länge drin. Und er wurde ja auch nicht umsonst verliehen und hat sich dann erst hier auf beeindruckende Weise, muss man dann trotzdem sagen, reingekämpft, aber auch nicht so, dass er herausragt, sondern dass er es halt hier geschafft hat. Ich weiß gar nicht, ob er sich selber den Rucksack anziehen sollte, das jetzt weiter nochmal irgendwo schaffen zu müssen oder ob er sich nicht erstmal hier festspielen sollte, damit er diesen Prozess einmal durch hat und wenn er dann wechselt, sofort performen kann. Weil wenn er jetzt wieder wechselt, gerade in dieser Zeit, dann muss er sich wieder umgewöhnen, dann ist es eine komische Situation. Da muss er wieder gucken, ob er nicht dann, weiß ich nicht, von einem, wenn er wirklich einen viel besseren Verein als die Eintracht findet, nicht dann doch wieder verliehen wird und so weiter und so weiter. Wir haben diese Beispiele alle gesehen und wenn Haller Probleme hat und Jovic Probleme haben und wenn der jetzt denkt, der kann jetzt schon eine Stufe höher gehen, bezweifle ich, dass das der richtige Move ist. Ich befürchte, dass das mit Euroleague zu tun hat und dass da ein Berater ist, der jetzt irgendwie ein bisschen Geld wittert, würde ihm aber raten zu bleiben und der Eintracht aber auch raten, nicht sich komplett an die Decke zu strecken wegen ihm. Einfach zu sagen, ja gut, dann gehst du halt nächstes Jahr ablösefrei, dann müssen wir das fressen, weil viel haben wir für dich auch nicht bezahlt. Und den Spieler zu nehmen, weil ich hätte jetzt Angst, dass man
also ich würde ihn schon gerne behalten, gerade weil Gacinovic auch schon gegangen ist. So. Ja, ich würde eher lieber mehr spielerische Qualität im Mittelfeld dazu holen, als jetzt noch welche abzugeben, weil dieses Eingangsstatement, beziehungsweise die Eingangsdiskussion, die Marvin angerissen hat mit, wir unterschreiben jetzt, dass Transferfenster zu ist, aus Angst, dass es noch schlimmer werden könnte, weil Corona und weil Geld fehlt. Die verhindert ja überhaupt erst die Diskussion, dass wir eigentlich, was wir hier schon seit 2 Jahren fordern, viel mehr spielerische Klasse im zentralen Mittelfeld brauchen. So. Und ein Kamada-Abgang, der würde das quasi noch schlimmer machen. Und der begründet dann quasi diese Haltung, die ich nämlich auch habe, zu denken, okay, wenn mich jetzt einer fragt, hier, Transferfenster wird in der Sekunde geschlossen, würde ich sagen, alles klar. Und weiß nicht, also würde, ein Abgang würde meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr wenig Sinn machen. Mhm. Patricia, wie siehst denn du das? Gerade insbesondere, ich meine, der Punkt, den Basti eben ja nochmal hatte, wir haben ja gar nicht so viel, wir haben 1,4 Millionen für den bezahlt, ne? Also ich meine, wenn der dann ablösefrei geht, aber vielleicht nochmal eine Saison performt hat, ist es wahrscheinlich wichtiger, als wenn wir uns da die Baustellen nochmal neu aufmachen, oder? Finde ich auch. Also ich hätte jetzt auch nicht, ich würde nie sagen, gib den ab für was jetzt auch immer, außer, keine Ahnung, jetzt kommt jemand und zahlt 50 Millionen, warum auch immer. Ja, gut. Dann ja, aber gut, es wird nicht passieren. Deswegen behalten und vor allen Dingen, mich stört das auch sehr, dass diese Berater ihren Job nicht richtig ausführen, weil die sind Berater. Und ich finde, das ist sehr, sehr schlecht beraten, wenn du jetzt einem Spieler, der jetzt nicht die konstanteste Saison hatte und auch die erste Saison in einer Top-Liga, er war in Belgien, gut, ja, aber bei uns hat er vorher keinen Fuß gefasst, überhaupt nicht. Dann kam er zurück und hat sich jetzt halt so zu so einem, ja, schon, ja, fast Stammspieler gemausert, der aber auch nicht konstant Leistung bringt. Wenn du dem Spieler dann rätst, hey, mach doch den nächsten Schritt, weiß ich nicht, dann hast du halt deinen Job verfehlt, dann willst du halt wirklich nur Geld machen. Das stört mich halt extrem, weil ich kann das auch nicht mehr sehen, wenn Spieler mit Potenzial dann immer so verfeuert werden für Geld, das am Ende eigentlich nur dem Berater wirklich was bringt. Und dann fahren die ihre Karrieren an die Wand und es ist keinem geholfen dadurch. Weder dem abgebenden Verein, noch dem aufnehmenden, noch dem Spieler. Nur dem Berater, der dann halt irgendeine Provision bekommen hat. Und Berater waren in ihrer Geschichte im seltensten Falle dafür da, um den Leuten wirklich sinnvolle Hinweise zu geben, sondern meistens nur, um ihnen das zu sagen, was sie hören wollen und dafür einen Haufen Kohle einzustecken. Das ist die Grunddefinition eines Beraters. Das ist das Problem. Und ich kann es verstehen, wenn du ein großes Angebot bekommst von irgendwie einem großen Club und du denkst, hey, das ist vielleicht jetzt meine Chance, dass du da jetzt irgendwie überlegst, soll ich es tun oder nicht. Aber bei Kamada wird es halt irgendein Mittelklasse- bis niedrigklassiger englischer Verein sein, wie Basti schon sagte, wahrscheinlich durch die Euroleague-Auftritte, der dann halt einfach Geld hinlegt. Aber ob das dann jetzt wirklich der Schritt ist, den er tun sollte, ich finde nicht, wie Hütter auch schon sagte, er sollte jetzt einfach bei der Eintracht bleiben und sich dort entwickeln. Er ist so jung, der kann den nächsten Schritt auch noch in 2 Jahren gehen, auch in 3. Das ist vollkommen in Ordnung und der hat Zeit. Und wir brauchen ihn. Wir brauchen halt kreatives, offensives Mittelfeld, weil, ja, wenn er noch geht, weiß ich auch nicht, dann ja, müsste sich einiges tun jetzt auf dem Transfermarkt, wonach es ja auch nicht aussieht. Deswegen. Nee. Gar nicht. Wir sind halt auch immer noch sehr am Anfang dieser kompletten Transferperiode. Die läuft ja auch noch über einen Monat. Oh, das ist auch sowas. Streng mich jetzt schon an. Ja, und das Schlimme ist, ich meine, ne, ja genau, normalerweise wären wir da jetzt voll schon drin und die Sache wird hier und da laufen, wir würden uns über die Namen unterhalten. Aktuell unterhalten wir uns ja noch nicht mehr realistisch über irgendwelche Namen. Ne? Überhaupt nichts an irgendwie Gerüchten oder auch nur irgendwelche, die Bild-Zeitung meldet, dass sie sonst wen am Flughafen oder sonst irgendwas gesehen hat, weil das ja alles noch so komplett in weiter Ferne ist. Wobei, der Basti hat da schon irgendwas mit Messi gehört, ne? Ich frag mich weiterhin, das ist ja immer mit Ankündigungen dann sowas, dass dann irgendjemand denkt, das wäre doch eine lustige Sache, gell, wenn mir den Messi in so ein Eintracht-Trikot mache und die Eintracht verpflichtet Messi. Oder Messi vor den realen Supermarkt photoshoppt und sagt, Messi geht zu Real. Hahaha! Leute, was ist denn mit euch? Nee, aber was René gesagt hat, was René zum Transfermarkt gesagt hat, also
Normalerweise herrscht da immer so eine gewisse Vorfreude, weil du baust dir auch gewisse Luftschlösser, die dann natürlich nicht erfüllt werden, dann gehen 50 Namen rum, aber es macht nicht nur Unmut, verursacht es nicht nur, sondern du hast auch coole Gedanken und es kam ja auch geil. Rebic kam auf den letzten Drücker zurück, Boateng kam, bla bla. Dieses Mal habe ich eher Schiss, dass aufgrund der finanziellen Situation, und Hellmann hat es glaube ich bei dem Fanclub-Treffen auch nochmal wirklich explizit gesagt, wie viel Cash da überhaupt aus der letzten Saison schon fehlt, und ich will gar nicht wissen, wie viel es in der Kalkulation für die neue ist, dass es eher so ist, dass noch jemand geht. So, deswegen betrachte ich das nicht mit einem aufregenden Auge, sondern eher mit einem, oh Gott, ich will es gar nicht wissen. So. Also es gab ja schon die ersten Gerüchte mit Hinteregger und Kostic gibt es ja irgendwie quasi schon seit letzten Start der letzten Saison und die Büffelherde ist auch schon weg und Trapp gab es Gerüchte und so weiter und so weiter. Aber es gab halt eher diese Gerüchte, es gibt eher Abgangs- als Zugangsgerüchte und das spiegelt, glaube ich, aber auch die Wahrscheinlichkeit wieder, muss ich sagen. Also ich glaube, dass es wahrscheinlicher ist, dass uns noch einer verlässt, als dass wir irgendeinen geilen Anzünd-Euphorie-Spieler holen. Ja, die ist leider höher und deswegen ist Transfermarkt auch was. Es tut mir leid, Marvin, ich komme nicht in den positiven Modus rein. Das ist auch die was. Ganze Zeit. Das ist halt auch was, was mich jetzt irgendwie... Da ist auch ein Stecker gezogen. Also es ist, Corona bleibt für mich weiter eine Augen-zu- und Durchnummer. Ja, schwierig. Schwierig. Aber ja, um was Positives zu sagen, um Marvin zu beruhigen, Leute, wenn wir darüber reden und wirklich Johannes der Clown würde jetzt hier wirklich reinspazieren und sagen, ey, ich schließe das Transferfenster jetzt, ja oder nein, würde ich dem wahrscheinlich auch nicht vertrauen, aber sage mal, es würde so sein, könnte man sagen, okay, wir machen jetzt zu, weil das muss man dann halt trotzdem so nehmen, wie es ist. Und das ist kein schlechter Kader. Ich weiß, dass die anderen, man braucht noch rechts außen und ein bisschen zentrales Mittelfeld, ein bisschen Spielklasse, weiß ich alles. Das ist dann aber so. Warum soll dann nicht Eamon Barcock einer sein, der in diese Lücke überraschend reinstößt? So, also dann musst du halt mit den Sachen, die da sind, arbeiten. Und die Verantwortlichen und die Spieler und die alle möglichen Trainer, die da um diese Mannschaft herum sind, die dürfen natürlich safe nicht die Einstellung haben, wie ich, so zu denken, oh Gott, ist das alles schwer, ist das schwer und hier ist noch ein Problem und das. Nee, die müssen denken, ach, weißt du was, wir können es jetzt nicht ändern, ziehen wir es durch. So, und dann baust du halt Barcock auf die 8 ein und Zoe soll sich entwickeln und Kamala soll diesen nächsten Schritt machen und Dost soll endlich mal 5 Spiele am Stück machen und treffen. Also so, es gibt genug positive Sachen, die du dir mit dieser Mannschaft vorstellen kannst. Genau das. Und es gibt ja verschiedene Punkte, die uns ein bisschen positiver, auch wenn auch bei allem Negativen, hinblicken lassen auf die nächste Saison. Ja, wir haben krasse finanzielle Einbußen. Deswegen ist die Eintracht nicht in der Lage, unglaubliche Quantensprünge hinzulegen. Trotz der Tatsache, dass wir so viele Leute verkauft haben, auch hochpreisig wie Allaire und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt oftmals hören, dass der estimated Rahmen von 300 Millionen jetzt auf 100, wie viel waren es, Basti und Patricia, wie viel hatten wir? 140 auf 140 Millionen? Ja, so fast halbiert, ja. Oder mehr als halbiert. Ja. So, das heißt, wenn wir überlegen, dass das eigentlich schon eine krasse Kiste ist, ja normalerweise. Ja. Und trotzdem, wir haben ja einen akzeptablen bis guten Kader. Ich würde sagen, Stand jetzt bist du mit dem Kader in der Bundesliga ja trotzdem gut dabei. Die kennen sich jetzt zum Teil ein Jahr länger. Wenn Bastos jetzt schon sagt, er ist jetzt endlich mal fit und er macht jetzt besondere Einheiten, ne, dann kann das ja auch... Das ist ja, okay, alles klar. Da kommt ganz viel zusammen und dann ist es ja schon mal kein schlechter Kader tatsächlich. So, und dann muss man sagen, im Vergleich zu anderen Mannschaften, es ist ja auch andere Vereine, die werden auch Corona-Problematiken haben. Keine Ahnung, was mit Schalke passiert, ja. Aber Schalke ist eigentlich so ein untoter Verein, der da rumwuschelt. Du wirst noch ein paar andere Vereine haben, die Schwierigkeiten finanzieller Art bekommen. Und dann sieht das Transferfenster vielleicht gegen Ende wieder ganz anders aus, weil dann plötzlich ein paar Spieler verkauft oder verdient werden müssen, an denen wir uns oder von denen wir uns dann vielleicht die Hände reiben könnten. Ja, also ja, Punkt. Ich glaube, mit dem Kader kann man schon ganz gut arbeiten und im Vergleich zu vielen anderen, wie Marvin schon sagte, ist es auch durchaus wettbewerbsfähig. Wir dürfen halt auch nicht vergessen, wir haben jetzt endlich mal auch eine Vorbereitung, die wir komplett mal durchziehen können, was ja vielleicht dann auch noch da so ein bisschen reinspielt. Und ich glaube schon, selbst wenn da jetzt kein großer mehr kommt, dass du die Lücken, die da sind, zumindest
flickenhaft vielleicht über die Saison drüber hinweg retten kannst und dann müssen wir halt einfach darauf hoffen, dass dann der ganze Rums wieder in normalen Bahnen weiterläuft. Und uns auch mal ein bisschen einnorden, diese Flicken sind für Eintracht-Verhältnisse tatsächlich Luxusflicken. Ja, das stimmt. Genau. Also Leute, wir haben einen Dost im Kader, einen Silva im Kader, Paciencia im Kader, Ache macht einen guten Eindruck. Ja, auf den freue ich mich tatsächlich auch Rode, richtig. Rode, Trapp, Abraham, Hinteregger, Ndika, Da Costa, also das ist jetzt nicht so, dass ich denke, ach du liebe Zeit, wie soll denn das, also Leute, ganz im Ernst, da muss man auch sich ein bisschen selber wieder zurechtrücken und diese, ja, ich mache den Fehler ja selber, ich denke ja selber an diese Büffelherdensaison und diese so, aber ich will nur daran erinnern, dass wir auch in einem Pokalfinale standen, wo Medojevic in der Startelf stand, also ein bisschen das Einordnen müssen wir auch, um selber die Erwartungen ein bisschen runterzuschrauben. Die Eintracht ist kein Verein, der wie selbstverständlich Sechster werden kann, was ich so oft lese. So, ja, mit dem Kader kannst du niemals Sechster werden. Ja, Leute, klar nicht. Mit dem Cash auch nicht, selbst wenn Corona nicht wäre. Gibt es immer noch 8 Vereine, die mehr Geld haben als wir, wenn es langt. So, also das, was die Eintracht erreicht hat, war nicht so geplant in dieser Matrix-Fußball. So, also man muss schon sagen, klar, hätte ich es mir auch gewünscht und ich wünsche es mir weiterhin, weil du mit gewissen kleinen Stellschrauben diese einigermaßen gute Mannschaft, die dir dann auch gehört und du hast durch die Büffelherde, konntest du die Leihspiele alle fest verpflichten. Du hast ein Fundament an guten Spielern, die dich die nächsten Jahre tragen könnten. Klar könntest du die mit gewissen Stellschrauben sehr, sehr, sehr gut verbessern, wenn du einen Rechtsaußen noch holen würdest, damit Kostic entlastet wird. Wenn du So in gut holen würdest noch dazu, dass du einen Achter hast, der irgendwie ein bisschen mehr Präsenz und ein bisschen mehr Selbstvertrauen hat. Aber Leute, die Situation ist jetzt so, wir müssen uns mit Corona irgendwie abfinden. Und dafür ist, glaube ich, wirklich die Eintracht noch einigermaßen gut aufgestellt und verpflichtet keinen 36-jährigen Ibisevic aus der Not heraus und hat trotzdem Spieler, die auch noch einen Schritt gehen können. Ja. Leute, dann ist es jetzt so, dann können wir jetzt keinen holen, dann müssten halt So und Barkok diese spielerische Vakanz, die wir genannt haben, müssen die halt lösen und Zuber muss es halt auf rechts lösen. So, dann ist das so. Und Ache überrascht uns vielleicht alle und zieht, weiß ich nicht, sogar als Stürmer Nummer 2 nach da vorne. Keine Ahnung. Aber es gab auf jeden Fall schon Sommers, wo wir, glaube ich, mehr Angst haben mussten und da auch zu Recht. Sondern ich glaube, das ist eine Mannschaft, die ist vollkommen okay. Und okay ist in Corona-Zeiten nicht unbedingt schlecht. Das ist es. Und Patrizia, wie war das jetzt, der sollte jetzt nochmal gelöst werden, speziell mit Silva, der eben angesprochen ist. Da haben die jetzt eine andere Regelung gefunden, dass der auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen länger bleibt, ne? Haben sie? Also wir haben ja 2 Jahre Silva, oder? Also das war ja das Ding, 2 Jahre lang. 2 Jahre, genau. Und gab es da jetzt noch was Neues oder ist das immer noch? Weil also ich habe halt noch gelesen, dass die jetzt Rebic kaufen wollen, Milan, also wohl jetzt fest. Keine Ahnung, inwiefern das jetzt auch so ist und wie das dann halt gelöst wird mit Silva, weil die ja beide so in so einem Leihgeschäft gekommen sind, ob die gekoppelt sind oder nicht, weiß ja keiner. Ist alles so ein bisschen mysteriös. Keine Ahnung, aber wäre ja irgendwie gut, wenn wir ihn behalten können, jetzt nicht, wenn wir ihn direkt kaufen. Ich weiß nicht, wie das finanziell machbar ist. Auch noch mit diesem Florenz-Gekoppel da in dem ganzen Rebic-Ding. Aber ansonsten, wenn man ihn weiterhin halt leihen kann, dann auf jeden Fall. Der bleibt ja jetzt sowieso, also das eine Jahr sind sie jetzt sicher. Das eine ist er sowieso noch da, genau. Und dann mal gucken, wie das so weitergeht. Also er hat sich ja jetzt langsam akklimatisiert. Nee, aber ich glaube, was Marvin ansprechen wollte, ist, es gibt ja wirklich dieses Modell, was im Raum steht. Das ist zwar assi gegen Florenz gegenüber, aber es ist jetzt halt mal so, dass die den einfach nochmal leihen. Das heißt, du hast den dann insgesamt 3 Jahre geliehen gehabt, so. Ah, ja, okay. Genau, aber das scheitert ja auf beiden Seiten daran, dass ja sowohl Silva als auch Rebic dafür bei ihren Stammclubs ihre Verträge nochmal verlängern müssten, um ein Jahr, um diese Leihe irgendwie wirksam zu machen, weil du ja im letzten Vertragsjahr nicht verliehen sein darfst. Genau. Ja, aber das kann man ja machen. Ich glaube, das wird auf dieses Modell hinauslaufen. Dann hast du tatsächlich einfach das Spiel so getrieben, dass du A, diese Beteiligung von Florenz umgangen bist. So, also dann wird Rebic halt ablösefrei wechseln vielleicht irgendwann. Und du hast halt ein Silva für diese Zeit. Das ist ein Nullsummenspiel, was nicht ganz so verkehrt ist. Hättest du jetzt Rebic verkauft für 30 Millionen Euro, so hättest du 15 bekommen
und hättest dir für 15 Millionen einen Spieler kaufen können, der auch 3 Jahre bleibt. Und da hättest du mit Sicherheit nicht eingekriegt der Qualität von Silva. Also unterm Strich durch diese 50%-Klausel mit Florenz ist dieses Gemauschel schon ganz gut. Das heißt, ist total geil. Ja, und auch in mit du Blick hast Rebic umsonst verloren, hast aber dafür Silva 3 Jahre. So, ja, also wenn du natürlich auch jetzt noch auf diese Corona-Thematik guckst, ist es natürlich halt auch noch von der finanziellen Seite her sinnvoller, jetzt einfach das, diese Gehälter da weiterlaufen zu lassen, als Riesenmengen von Geld von links nach rechts zu schieben. Das ist es, ne? Also ja, ich, ist schon ganz geil so. Also, ja? Außer für Florenz, aber... Ja, gut, aber irgendeiner muss die Kröte schlucken und dann lieber die anderen anstatt wir. Ja, natürlich. Also, ich glaube jetzt nicht, dass irgendwie einer von beiden Vereinen da bestreben hat, jetzt Florenz da noch gut ins Boot zu holen, weil kann ja jedem egal sein im Endeffekt. Ja, plus, dass dann da ja auch bei irgendwie Transfer wieder der Berater, der nichts getan hat, außer irgendwie den Schiff zu halten, dann erstmal die Hand aufhält und auch noch irgendwie seine 3% haben will. Also, die Kohle kannst du ja dann auch noch sparen. Ja, ist schon eigentlich ganz gut so jetzt, wo ich auch verstanden habe, worum es ging. Ja, macht Sinn, ja. Warum nicht? Also ich finde, das ist eine richtig gute Angelegenheit. Im Endeffekt ist ja die Zuber-Sache ja auch recht positiv gelöst worden, ne? Weil auch da gab es ja tatsächlich die Gacinovic, da gab es ja auch irgendwo eine dubiose Beteiligung, Klausel, von der wir nicht genau wussten, ja, wie das ja war. Ja, jetzt hast du halt Zuber, ne, klar. Aber der Zuber, der muss ja jetzt zumindest schon im Testspiel, in den ganz, ganz wichtigen Testspielen, wir kennen sie alle, die Spiele vor der Saison sind wegweisend für das, was dann tatsächlich passiert in der Regel. Nicht, aber da hat er ja brilliert, unter anderem Hinti hat ja auch einen Freistoß gemacht, so wie ich gehört habe. Ich muss zur Schande gestehen, in meinem Urlaub habe ich es leider nicht verfolgt, aber ich glaube, auch da wurden positive Zeichen gesetzt. Ne? Also ich glaube, nochmal um dieses Thema mit gesehen, nicht gesehen aufgreifen, ich glaube, da kann man den Leuten in der aktuellen Situation sogar noch weniger irgendwie die dazu bringen, sich sowas anzugucken, wo ja die normalen Spiele, wo es ja vermeintlich um was geht, ja schon irgendwie kaum mitreißend sind. Wenn du dann noch ein Testspiel irgendwie samstags mittags um, weiß ich nicht wann hast, also da irgendwie einzuschalten, das fällt mir noch 3-mal schwerer gerade. Nicht nur dir so. Keine Ahnung, Patricia, hast du es verfolgt oder hast du es auch nicht gesehen? Tatsächlich auch wieder nur so halbherzig. Ich wollte es sehen, weil es mich halt tatsächlich interessiert hat, wie sich so Neuzugänge jetzt einfügen, also Zuba und Ache vor allen Dingen. Aber ehrlich gesagt, habe ich jetzt nicht so viel vom Spiel mitbekommen. Also, ja, also eher nicht. Okay, alles klar. Naja, ist ja, wie gesagt, ich denke. Ihr habt auch nicht viel verpasst, wenn ich das kurz sagen darf. Ich habe halt die Tore gesehen, das war's. Basti, du hast gesehen? War so ein bisschen, ja, ich habe mir die größten Teile angeschaut. Es war einfach so auch, dass die Mannschaft eigentlich dieselben Probleme hat, die wir schon immer haben. Erinnert euch an das Heimspiel gegen Gladbach. Erinnert euch also an alle Spiele, wo die Eintracht immer mal den Ball hatte und dann mal gucken. So im Basler Spiel zum Beispiel, das fühlte sich ähnlich an. Klar, die Eintracht hat jetzt hier Tore gemacht und gewonnen, aber es ist so ein bisschen so, dass du das Gefühl hast, im letzten Drittel fehlen der Eintracht noch die Ideen oder die Durchschlagskraft. Aber, meine Güte Leute, Testspiele, ich glaube nicht, dass wir daraus was ableiten sollten. Also es ist positiv, dass Zuber sich einigermaßen macht, aber das hatten wir auch schon, das heißt auch nichts. Erinnert euch an den Namen Besuschkow, wo wir dachten, oh, guck mal hier, deine Testspiele, was der da abgeliefert hat, ja. Viele Grüße an den Herrn. Also, ich weiß nicht. Ich finde, da sollte man weder Panik noch Euphorie daraus ableiten, von daher alles easy. Gerade auch in diesem frühen Stadion. Keiner verletzt. Wollte ich gerade sagen, das ist das Wichtigste und wir sind ja jetzt auch gerade erst ganz am Anfang der Vorbereitung, wir sind jetzt irgendwie hier die zweite Woche auch wieder erst richtig im Training, da ist dieses Testspiel auch wirklich eher mal um zu sehen, wie der ein oder andere aus der Mannschaft tatsächlich mal in so einem Spielszenario auf dem Platz agiert, also da kannst du halt exakt nichts von ablesen, wie die Saison davon wird. Nee, definitiv nicht. Nee, aber wie gesagt, ist ja trotzdem nicht schlimm, gewonnen ist immer ganz gut und die Tatsache, dass man niemanden verletzt hat, ist ja auch wieder ganz gut. Also insofern bin ich da auch zufrieden. Mal gucken, jetzt haben wir bald nächstes Spiel gegen Ajax, wenn ich das richtig gesehen habe, das nächste Testspiel. Yes. Wir machen anscheinend gerade so die Niederlande komplett weg, ja, aber auch nicht verkehrt. Auch ein interessanter Gegner, mal gucken, welche Erkenntnisse es da gibt, aber es bleibt halt alles so, dass wir irgendwie ein bisschen im Trüben fischen, aber wenn die Mannschaft sich ein bisschen mehr einspielen kann, ist das ja schon mal nicht verkehrt. Interessant ist aber auch, dass wir einige Diskussionen tatsächlich wirklich gar nicht mehr haben, ne? Die ganze Sache um Trapp ist, hat sich mittlerweile in Wohlgefallen aufgelöst, da gibt es keine Diskussion mehr, keine Ahnung. Basti, ihr wart letztens bei Hinti zu Besuch.
Die Personale scheint sich ja auch ein wenig entspannt zu haben. Also solange da jetzt nicht noch irgendwie großartig viel kommt, besteht ja die durchaus berechtigte Hoffnung, dass wir einigermaßen den Kader zusammenhalten, was ja auch schon wichtig ist. Ja, auch da bleibt abzuwarten. Wir wissen ja alle, wie schnell das gehen kann. Gucken wir mal. Ich weiß auch nicht. Ich hoffe auch einfach. Weiterhin, ich bleib dabei. Sobald mir jetzt jemand anbietet, das Transferfenster schließen, morgen mache ich's. Ja, ich würde da tatsächlich auch mitgehen. Ja. Ja, und Verletzungsthemen. Schade trotzdem. Es tut mir leid, Leute. Ich muss das rauslassen. Das ist so schade einfach. Es würde jetzt eine neue Saison losgehen. Wir hätten irgendwie Bock und weiß ich, Mario Götze wäre schon da. Keine Ahnung. Basti würde seinen Stadion auswärts. Seinen Redline-Day-Anzug bügeln. So, ich vermisse es echt hart, Leute. Ja. Das muss ich einfach mal loswerden. Das ist so schon ein großes Stück aus dem Leben rausgerissen einfach. Klar, man gewöhnt sich an alles und man soll ja auch nicht irgendwie da verzweifeln. Aber wenn ich umso mehr ich darüber spreche und nachdenke, ist es schon eine harte Nummer, hier über eine Saisonvorschau zu reden, wo wir ein Jahr, wie surreal das wirkt, trotzdem. Ich höre mir wahrscheinlich mal nach der Sendung, höre ich mir einfach mal eine Sendung von vor 2 Jahren an, wo wir dachten, das ist unser größtes Problem oder wir und da, also und jetzt stehst du hier, keiner lässt sich ins Stadion. Aha. Das ist ja schon echt hart. Ja. Das Thema aber wird das ja auch noch eine ganze Zeit lang so leider sein, nachvollziehbar. Genau, aber das ist ein ganz guter Punkt. Ich habe nämlich was zugeschickt bekommen von, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das hier auch mal finde. Ich habe so viele Scheiß-Mails. Warum bekomme ich denn eigentlich so viel Spam? Das einzig Sinnvolle ist, dass ich hier Customer Service. Sie sind wieder 30 Sekunden gefahren. So, also, genau. Und zwar habe ich hier vom Kai Fiemann das geschickt bekommen. Der hat nämlich mir ein Gedächtnisprotokoll geschickt, weil ich selber nicht dabei sein konnte. Bei der Fanvertretersammlung, Versammlung am 23.08. war das, am Sonntag im Waldstadion. Ja. War das am Sonntag? Ich glaube. Das war der Sonntag, ja. Genau, und da ging es ja schon heiß her. Wir kennen ja alle die Diskussion, alle oder keine. Und das war auch teilweise, da war ungefähr die Hälfte, die haben teilgenommen. Und das Meinungsspektrum war aber da schon sehr ausgeglichen. Und natürlich ist es so, wenn wir gerade bei dieser Thematik bleiben, dann hat glaube ich, eine längere Rede gehalten. Natürlich wollen die das nicht. Ne? Die können natürlich verstehen, dass diese Debatte alle oder keiner irgendwie auch emotional geführt wird. Und Fakt ist aber, das hat auch Hellmann dann gesagt, es wird auf absehbare Zeit gar kein Alle geben. Ja? Und der Verein, und das wissen wir ja, das merken wir ja dadurch, dass die Einbußen gerade schon eklatant sind, dass die natürlich froh sind, wenn halt irgendwann wieder Fans ins Stadion können. Faktisch ist ja gerade so, dass bei der dynamischen Entwicklung der Infektionszahlen es überhaupt gar nicht so aussieht, dass es jetzt in der nächsten Zeit so ist. Wir werden sehen, wenn jetzt die Reiserückkehrer wieder da sind. Gut, das ist ein anderes Thema. Aber momentan sieht es ja gar nicht danach aus. Aber die haben verschiedene Konzepte erarbeitet. Da könnte im Optimalfall könnten es halt bis zu 20.000 werden. Das haben wir ja schon gemeint. Aber der Appell trotzdem auch an die Fans, die sich von dieser alle oder keine Diskussion, auch wenn das emotional irgendwie klar ist und verständlich ist, aber das ist ja auch von uns, selbst wenn wir sie geführt haben, heißt es ja nicht, dass wir sagen, ihr dürft nicht ins Stadion, das können die machen, wie sie wollen. Das ist ja ein persönliches Bekenntnis, entweder man geht ins Stadion oder man geht halt nicht. Aber dass wenn andere Leute ins Stadion wollen, dann ist es ja, sollte es ja durchaus möglich sein. Aber das zeigt natürlich, dass auch die Eintracht da großartig in Schwierigkeiten ist. Es kommt immer darauf an, wie viel Abstand muss gehalten werden, wenn die Leute dann ins Stadion dürfen. Und da gibt es dann unterschiedliche Modelle. Ein Modell sagt, es dürfen nur 11.500, wenn mehr Abstand gehalten werden muss ins Stadion. Maximal könnten es vielleicht doch irgendwie roundabouts, wenn nur 1 Meter Abstand reicht, könnten 20.000 sein. Also das fand ich ganz interessant. Aber am Ende ist es halt dann doch so, und jetzt gerade sieht es ja gar nicht so aus, wegen den Zahlen, dass dann das Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt dann immer wieder entscheidet. Also das wird natürlich auf Bundesebene erstmal gelöst, dass es grundsätzliche Freigabe gibt, aber am Ende entscheidet dann das Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt. Und wir wissen ja, wie super das lief. Basel, ich weiß nicht, wer sich noch an die Pressekonferenzen vor dem Basel-Spiel erinnert, wie teilweise konfus das alles war. Also da wird uns noch einiges erwarten. Und das zeigt natürlich deutlich, dass die Hoffnung, die von Basti geäußerte Hoffnung, dass das irgendwann mal wieder in normale Bahn geht, ja, es ist halt leider noch in der weiten Ferne. Was ich interessant finde, ist die Frage, wie es mit den Dauerkarten auch weitergeht. Und da sieht es ja für mich zumindest so aus, zumindest auch das, was ich hier rauslese, dass jetzt bald schon eine Info der Eintracht rausgehen soll,
und dass man grundsätzlich schon eine Möglichkeit hat, dann die, also man bekommt eine symbolische Dauerkarte, ob die dann wirkliche Gültigkeit hat, das würden wir noch sehen müssen, aber es müssen noch Konzepte erarbeitet werden, inwiefern die dann aus so ist, so auch genutzt werden darf. Da muss man mal abwarten, aber momentan ist ja, es gibt aktuell 27.000 Dauerkarten, davon weiß ich gar nicht, wie viele dann im Endeffekt genutzt werden können, wenn es überhaupt so weit ist. Und dann müsste, und das ist halt auch ganz wichtig, gerade für die Leute, die sich halt fragen, wie das dann wäre, wird wahrscheinlich echt irgendwie ausgelost. Ne? Also für die Leute, die dann wollen, ne? Wenn 20.000 Stadion können, können ja gar nicht alle 27.000 Dauerkartenbesitzer rein. Am Ende wird dann doch gelost. Ne? Ja, dann, ich glaube, da ist noch so einiges an rechtlichen Themen irgendwie zu klären. Ja, es ist, ja, es sind so viele rechtliche Themen, also auch, hast du dann Anspruch darauf oder wie sieht es aus mit der Personalisierung, ist ja die nächste Frage und da ist es so, dass Hellmann ja auch irgendwie gemeint hat, es würde sich anscheinend um eine sogenannte Soft-Personalisierung handeln, das heißt, also es geht im Endeffekt nicht darum, dass die Person, bei der das Ticket draufsteht, de facto ins Stadion muss, du kannst die auch weitergeben, aber es muss halt nachverfolgbar sein, wer dann am Ende im Stadion war, also das heißt, wenn ich eine Karte habe, kann ich die auch meinem Vater geben, aber ich muss dann halt wissen, beziehungsweise es muss halt nachverfolgbar sein, wer die Karte bekommt, das ist dann alles, es sind so viele Schwierigkeiten, das ähnelt, wahrscheinlich wird der Bestellvorgang am Ende den Europacup Auswärtskarten so ein bisschen ähneln, ne? Auch da war es ja nicht so, dass du zwingend einen Anspruch auf Karten hattest. Das müssen wir alles noch abwarten, aber merken, und das, da muss man der Eintracht irgendwie auch ein bisschen, sag ich mal, zugute halten, dass die sehr, sehr viel probieren. Die sind auch noch nie in so einer Situation gewesen. Ne? Und die haben auch keine Ahnung allein vom Gesundheitskonzept, Hygienekonzept, allein wie viele Karten können sie verkaufen, was machen sie. Das sind halt genau so Sachen, wo man halt auch mal sagen muss, das machen wir alle gerade zum ersten Mal. Ne? Und da ist es, glaube ich, auch sinnvoll, wenn wir alle so ein bisschen ja, Nachsicht walten lassen. Das wollte ich noch ganz kurz sagen. Ja, denn die Eintracht ist da halt auch in der, oder generell die Fußballvereine sind da halt dann auch in dieser komischen Situation, wie du schon gesagt hast, dass zwar auf Bundesebene mal ein, zwar das generelle Daumen hoch, Daumen runter irgendwie kommt, aber dass ja sämtliche Regularien aufgrund des ganzen föderalen Systems ja immer von den Ländern irgendwie kommen und dann sogar ja noch runtergebrochen werden auf Landkreise, Kommunen etc. Und da bist du ja quasi dann als Fußballverein dann wirklich die arme Sau am Ende der Kette, der halt dann das umsetzen muss, was sich die Leute auf dem Weg dahin dann irgendwie ausgedacht haben, die das ja auch alle aufgrund der nicht vorhandenen Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen machen. Aber ich glaube, da wird auch die ein oder andere Absurdität noch da ganz am Ende ankommen, die man dann irgendwie versuchen muss umzusetzen. Ja. Auf jeden Fall. Aber vielen Dank übrigens an den Kai, der uns das geschickt hat, auch so ein bisschen Einblick gegeben hat. Wir erinnern uns ja vielleicht auch, der eine oder andere mag sich erinnern an die Auktion mit den Schlauchschals, ne? Da ist ja richtig viel Geld rumgekommen, also über 80.000 Euro werden jetzt anscheinend gespendet. Es wäre sogar noch mehr gewesen, hätte man nicht 40 Euro irgendwie an Steuern abdrücken müssen. Davon gehen irgendwie 30.000 an die Teestube Jona. Wenn wir überlegen, wie, das ist ja doch echt ganz schön viel Geld. Mädchenhaus Frankfurt wird auch Geld gespendet. Dann 10.000 Euro gehen noch an Tierschutzprojekt. Also im Endeffekt ist da richtig viel dabei. Und da merkt man übrigens auch, wenn ich jetzt schon nämlich teilweise wieder lese, dass es jetzt gerade wieder auf die Fans geht und wenn ich jetzt teilweise absurde Kommentare schon höre, ja, also man merkt ja nur den Unterschied, ob jetzt kein Fan oder 500 Fans da sind. Aber ob es jetzt 500 oder 50.000, das wird man ja nicht so hören. Ja, ja, also keine Ahnung. Aber da merkt man eigentlich, welche Dynamik auch Fans entfachen können in dieser schwierigen Zeit. Das wollte ich auch noch mal ganz kurz nicht unerwähnt lassen, denn das ist ja schon eine stabile Angelegenheit, was die Fans auch in der Corona-Zeit immer wieder veranstalten. Das ist so Wahnsinn, was du gerade ansprichst. Dieses, es ist niemand im Stadion. Die Fanszenen halten sich wirklich, die verhalten sich mit am vernünftigsten von allen. Die sind komplett ruhig. Wenn die was machen, machen die irgendwelche Hilfsaktionen oder sonst irgendwas. Die pöbeln nicht, die machen gar nichts, die greifen niemanden an, gar nichts ist, selbst wenn Sporttüte bei denen anruft und nach Dietmar Hopp fragt, die sagen einfach, ja, es gibt gerade wichtige Sachen. Und trotzdem wird ständig jetzt irgendwie probiert, dieses Narrativ immer noch aufrechtzuerhalten. Die asozialen Fußballfans, Gott sei Dank, sind die jetzt gerade nicht mehr im Stadion und die sollen sich mal nicht zu wichtig nehmen, die braucht keiner und es geht auch ohne sie und das müssen sie verstehen und so. Das ist, absolut. Was ist denn los mit euch? Lass dich doch in Ruhe. Ja. Was ist denn gerade? Also, da merkst du halt schon, dass gewisse Kräfte die Situation für sich
probieren zu nutzen. Wir hatten es ja mit 50 plus 1 als hier, und das ist für mich der lächerlichste Akteur in diesem ganzen Schauspiel, Martin Kind, so gesagt hat, ja, Investoren und Krisenzeiten kann das helfen. Ja, Digga, du hast nicht mal, nicht Krisenzeiten hast du geholfen. Guck doch mal, wo Hannover ist. Guck mal, was der mit Zieler angefangen hat. Also das wurde schon probiert. Und jetzt kommen die Nächsten aus ihren Löchern. Zu denken, ja, und sorry, deswegen ist bei mir auch weiterhin so, dass ich alle oder keiner bin, mit dem wichtigen Zusatz, den Marvin genannt hat. Geh halt ins Stadion, mach, was ihr wollt, ich gehe halt nicht. Weil ich will erst wieder hin, wenn alle da sind, wenn alles normal ist. Aber du wirst sehen, dass diese Situation, wenn jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal, es sind 25.000 irgendwann im Waldstadion, da wird dann natürlich nichts passieren, weil alle sich irgendwie korrekt verhalten. Natürlich wird es diese Stimmen geben, die gibt es jetzt schon, bevor das überhaupt passiert ist. Probier diesen Spin reinzukriegen. Ja, guck mal, es geht auch ohne Alkohol, es geht auch ohne, weiß ich nicht, aktive Fans, und es ist egal, wer da sitzt, und Zuschauer sind Zuschauer und so weiter und so weiter. Das ist das Nächste, was mir Angst macht. Das probiere ich gerade noch auszublenden, aber ich bin mir sicher, dass es kommt. So, also ich bin mir sicher, dass das probiert wird, irgendwie für andere Dinge zu nutzen. Und umso froher bin ich, dass die Eintracht zumindest diesen Beisatz Soft-Personalisierung gesagt hat, weil die dann halt damit auch glaubwürdig vertreten, dass die das nicht weiter danach machen wollen, sondern dass das halt der Situation geschuldet ist. Und das, den Eindruck habe ich nicht bei allen. Liebe Grüße an den Präsident vom Fußballverband Sachsen, der gesagt hat, ach, das ist ja eine interessante Möglichkeit. Ja, müsste man auch mal überlegen, das nach Corona beizubehalten. Ja, ja, also da kannst du ja auch so vorstellen, viele Sachen, dass da schon die ersten in irgendwelchen hier Polizei, Behörden, sonst irgendwas sich die Hände gerieben haben, so nach dem Motto, endlich haben wir unsere Fußballstraftäter-Datenbank-Gedöns. Also da wird es auch den einen oder anderen geben, dem da heute schon der Sabber aus dem Mund läuft, allein bei der Vorstellung daran. Naja, und genau diese, deswegen ist ja die Frage der Personalisierung, ich habe es ja eben angesprochen, Basti hat es ja auch nochmal angesprochen, ja gerade so relevant, weil darum geht es natürlich auch darum, wer bekommt die Daten. Es muss anscheinend ist es auch tatsächlich jetzt so, dass die Eintracht wahrscheinlich, also den Dauerkarteninhabern, Inhaberinnen bald nochmal irgendwie eine Nachricht schreibt, weil so ist, dass sie das Ticketing insofern umstellen wollen, aber die wollen es bei sich behalten und nicht irgendwie an Events, die auf den Markt drängen, weitergeben, aber die stellen das halt dementsprechend um, und dann, ja, ist, auch da wird es dann, irgendeine Personalisierung wird es dann schon geben, aber es ist halt trotzdem das Ziel, es halt so soft zu lassen, auch das halt nicht irgendwie an das an Strafverfolgungsbehörden und so weiter und so fort, einfach mal so mir nichts, dir nichts weitergegeben wird, was ja auch im tagtäglichen Doing, wenn wir uns über Corona unterhalten, auch eine relevante Situation ist. Also da sind viele Sachen, aber ich glaube, die Eintracht ist da gerade auf einem guten Weg, und auch die Fans, die wirklich viel dafür tun, dass, dass das hier irgendwie klar bleibt, und dass auch, ja, dass so viele wie möglich dann irgendwann doch mal wieder rein dürfen, wenn es wieder möglich ist, sag ich mal. Ja. Ja, schauen wir mal. Das wird noch eine spannende Zeit. Man will ja jetzt auch, wenn ich es richtig gelesen habe, bei diesem wunderbar auf uns zukommenden UEFA Supercup-Finale, was in Ungarn, glaube ich, stattfindet, will man ja jetzt das erste Mal tatsächlich mit Zuschauern im Stadion testen. Bin ja gespannt, wie das wird. Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ich meine, es gibt ja doch relativ viel, was sich dann jetzt, sage ich immer, zurück auf Frankfurt basiert auch tut. Wir haben jetzt heute, ich weiß nicht, Basti, du hast ja auch gesehen, dieser Videowürfel, der jetzt mal auch ein bisschen geglänzt hat und auch cool aussah. Da bin ich sehr gespannt. Wenn wir irgendwann mal wieder ins Stadion können, dann will ich diesen Videowürfel auch mal sehen. Das sieht schon, ich lasse mich ja von solchen Lichtern total beeinflussen. Da bin ich wie so eine Fliege, die immer zum Licht geht oder so, weil ich das schon total geil finde, ja. Das hat mich ein bisschen an unser gemeinsames WrestleMania-Ereignis erinnert. Also so ein Videowürfel würde man auch in solchen Arenen erwarten, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Richtig Bock drauf, ja. Patricia, hast du auch gesehen. Sieht eigentlich gar nicht verkehrt aus, ne? Ja, ich finde das jetzt, wo ihr es gerade sagt, ist es irgendwie gerade so, wo ich mir denke, okay, ich weiß nicht, wie lange ich nicht mehr ins Stadion gehen werde. Und die wollen ja auch hier die Farben verändern und alles, die Sitzschalen. Und ich frage mich, wann sehe ich das eigene Stadion quasi das nächste Mal live, obwohl es hier eigentlich ein paar Kilometer entfernt steht? Ja, ist eine gute Frage, weil ich bin da ja, wie gesagt, Team Basti, also alle oder keiner, und ich bin da bisher auch noch sehr standhaft. Deswegen, ja, keine Ahnung, wann das für mich das Erlebnis sein wird, dieses Stadion irgendwann mal zu sehen. Aber ich hoffe, dann wird es ja, schön, weil so in Vereinsfarben und mit einem neuen Videowürfel,
ist bestimmt schön. Also ja, ja. Also ich kann es mir nur vorstellen, wie es sein wird. Ja, macht mich ein bisschen traurig. Also ich freue mich einerseits, wenn es dann soweit ist, aber da das so überhaupt nicht absehbar ist, wann es ist, macht es mich ein bisschen traurig. Gleiche Gefühl habe ich auch gerade. Auf der einen Seite riesige Vorfreude, endlich mit allen wieder in dieses Stadion zu gehen, das alles neu zu erleben, und auf der anderen Seite dann 3 Sekunden später die Realisierung, nicht dieses Jahr, vielleicht auch nicht Anfang nächstes Jahr. Ja, es ist halt diese Zeit, es stört mich so sehr, dass wirklich überall, egal in welchem Bereich du denkst, Fragezeichen sind. Denkst du an Transfermarkt? Fragezeichen. Denkst du, wann gehe ich ins Stadion? Fragezeichen. Dein Privatleben, dein Job, dein alles ist immer Fragezeichen. Und es ist sehr, sehr anstrengend. Aber gut, wir wollten uns nicht mehr beschweren, wir wollten ein bisschen positiver sein. Also vielleicht habt ihr noch irgendwas Positives. Okay, probier's. Okay, ich hab's versucht. Okay. Alles klar, ich probier's. Und zwar, Planung Stadionausbau sieht gut aus. Also Planung ist abgeschlossen, es ist klar, es soll einen Um- bzw. einen Ausbau geben. Oberrang Nordwestkurve, also Steh- und Sitzplätze. Ja. Wenn alles so weitergeht wie geplant, das muss natürlich Bauamt, die Stadt muss das alles klären, dann läuft der DAX. Es soll auch weiterhin einfach Stehplätze geben. Ja? Also sobald wieder alles okay ist, dann gibt es auch mehr Stehplätze. Also es geht nicht nur darum, nur Sitzplätze zu erhöhen. Also das ist auch ganz wichtig, ist auch eine feste und verbindliche Zusage von Eintracht Frankfurt, dass die Stehplätze wieder zurückkommen, was ja für viele Fans der natürlichen, der traditionelleren Kultur auch ganz, ganz wichtig ist. Also die werden sollen im Zuge der Pandemie keinesfalls abgeschafft werden. Ebenfalls eine gute Sache. Ich versuche noch weitere positive Sachen zu finden. Also jetzt habt ihr mich irgendwie gekitzelt. Warte mal, ich guck mal, was habe ich noch so in meinen Aufzeichnungen der letzten Tage. Genau. Ein EFC aus dem Verband ist ausgeschlossen worden, auch zum EFC-Verband, weil 2 Mitglieder bei einer NPD-Demo im Eintracht-Shirt rumgelaufen sind. Die konnten identifiziert werden, ausgeschlossen. So, muss man auch mal sagen, dann ist das, was Fischer mit starken Worten in Hanau gesagt hatte, auch nicht einfach nur auf hohlem Zahn verkündet, sondern trägt auch innerhalb des Vereins Blüten. Das finde ich tatsächlich auch ganz gut. Ja, und wie gesagt, am Ende bleibt es, und wenn wir jetzt wieder den Bogen spannen, trotz aller Schwierigkeiten transfertechnischer Art, finanzieller Art, die Eintracht ist trotzdem immer noch ein Verein, dem es einigermaßen gesund geht, gut geht finanziell im Vergleich zu den Vorjahren. Im Jahr 2000 sah das alles nicht so gut aus, wie es momentan der Fall ist. Trotz der Tatsache, dass es so viele Schwierigkeiten gibt, trotz Corona. Aber wie gesagt, guck dir an, wie es mit Schalke ist. Guck dir an, keine Ahnung, es wird noch ein paar andere Vereine geben, die hinten runterfallen. Da bin ich ganz sicher, und ich hoffe tatsächlich, dass es auch mal so passiert, weil tatsächlich ist Schalke auch ein Verein, der über Jahre hinweg eine absolute Misswirtschaft betrieben hat. Und wenn die jetzt mal irgendwie die Rechnung bekommen, dann würde ich mich das tatsächlich auch mal freuen. Ich habe nur Angst, dass die dann tatsächlich konsumiert werden, und dann gibt es den nächsten Plastikverein. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Also es ist immer schwierig, wie man es macht, weil niemand will den nächsten Retortenverein dafür, dass irgendein Traditionsverein weggeht. Aber wenn es dann vielleicht mal so ist, dass wir am Ende der Transferphase vielleicht den einen oder anderen Spieler doch noch bekommen, der irgendwie sonst in einem Konzept funktioniert hätte, wo es generell höherpreisig ist. Ich habe da die Hoffnung nicht aufgegeben, aber vielleicht müssen wir wieder so Last-Minute-Schnapper werden. Mann, jetzt hast du das nächste Thema aufgemacht, was mir Angst macht, dass genau diese Situation für genau diese Retortenvereine eigentlich ideal ist. Weil denen bricht nichts weg, die können das alles ausgleichen. Wolfsburg hat, glaube ich, schon einen verpflichtet, Hoffenheim hat jetzt hier auch rumgemacht. Eieiei. Ich komme noch nicht in die Saison rein, ihr merkt das schon. Es ist halt auch unfassbar nervig. Also vor allem diese Punkte. Wir haben jetzt, also wir können diesen Teil, wo Marvin gerade die positiven Seiten aufgezählt hat, können wir eigentlich schön irgendwo Disclaimer hinpacken, wer positive Energie braucht, kann sich die 2 Minuten anhören, inklusive Schalke-Rant, und danach geht es wieder in die andere Richtung. Also es ist halt wirklich absolut nervig, wenn man auch dran denkt, dann profitieren die Vereine, die sowieso nicht profitieren sollen, und ach, nee. Mich hat's auch noch nicht. Und ich bin irgendwie, weiß nicht. Man versucht sich irgendwie so durch diese Zeit zu schlagen, bis es wieder normal wird. Hoffentlich. Okay. Einigermaßen. Alles klar, ich probiere das jetzt noch weiter. Geht mal jetzt noch nicht. Jetzt kommen wir richtig.
So, also jetzt jetzt kitzelt ihr mich. Ich bin jetzt gerade fertig mit irgendwelchen Scheißkommentaren, die ich jetzt seit 7 Stunden bearbeiten durfte. Aber bin schon wieder, naja, also ich will jetzt nicht wieder ich will nicht wieder ins generelle Ranten unserer Gesellschaft abdriften. Ja, Grüße nach die 1,3 Millionen Demo oder 13 Millionen Demo. Naja, sonst kommen gleich wieder YouTube-Kommentare. Mann, Grüße Marvin, auch du an. machst es nicht besser. Grüße auch an unseren Diskutanten. Wir haben ja hitzig diskutiert bei YouTube. Also, nee, ich will einfach sagen, wir gucken uns jetzt ein bisschen an, den Kader, den wir aktuell haben. Und da haben wir ja viele positive Sachen auch angesprochen. Und tatsächlich habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir mal über unseren potenziellen Durchstarter dieser Saison sprechen. Also einfach mal hoffen, wer könnte durchstarten, von wem erwarten wir es eigentlich nicht, aber wer könnte irgendwie uns positiv überraschen von den Spielern, die auf jeden Fall bleiben, weil das sind ja mehr als genug. Basti, du irgendeinen kannst du doch besser rausfinden, so ein Outbreak, so ein Breakout, nicht Outbreak, wie so ein Corona-Breakout. Outbreak bitte nicht mehr. Nee, das Thema ist hoffentlich bald durch. Auf jeden Fall. Aber irgendjemanden, von dem du denkst, okay, komm, der hat mich gereizt. Sei es vielleicht der ein oder andere Spieler, der jetzt bei der FR mit vielen Worten als Lockenkopf oder so umschrieben wird oder noch ein paar anderen. Also ich habe tatsächlich Ragnar Ache auf dem Zettel, muss ich sagen. Ich glaube, dass der sich ziemlich schnell an Paciencia vorbeischieben wird und es dann nicht mehr weit ist, um auch sich an Dost vorbeizuschieben, dass wir in Sturm vielleicht selber Ache sehen, der dann diese gewisse Schnelligkeit vielleicht reinbringen würde. Geil. Kann ich mir auch gut vorstellen. Scheint ja auch schon extrem gut anzukommen eigentlich in diesem Team, ne? Ja, ich glaube tatsächlich, dass der innerhalb der Mannschaft ziemlich schnell integriert war, hat er ja auch gesagt irgendwie. Und er hat den Spitznamen Air Jordan, habe ich jetzt irgendwo gehört, was niemals eine negative Eigenschaft sein kann. Wenn dich jemand Air Jordan nennt, musst du irgendwas machen, was gut ist. Also. Definitiv. Und ja, er ist so derjenige, auf den ich mich tatsächlich freue. Weil er ja auch nicht mit Erwartungen überfrachtet ist. So, er hat nicht viel gekostet, er kommt aus Frankfurt, wäre eine lustige Story. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Meine Güte. Also ich habe die zwei Frankfurter Jungs, Barkok und Ache, habe ich bei mir fest auf dem Zettel auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, kann ich mich sogar anschließen. Ja, ich auch. Also Ache vor allen Dingen. Barkok, also bei Barkok ist es eher so, ich würde es mir sehr wünschen, einfach weil ich es ihm und eigentlich auch uns so aus Fansicht gönne, dass das jetzt endlich klappt nach all den Widrigkeiten mit Verletzungen und dann muss der gehen und dann hat er sich vielleicht jetzt weiterentwickelt und jetzt klappt's, das wäre sehr schön. Und Ache ist halt einfach dieser Transfer, wie ich auch schon oft gesagt habe, den ich mir gewünscht habe, sowas Spannendes, wo du nicht genau weißt, wird es was, wird es nichts, aber irgendwie gibt er dir schon sowas, was du interessant findest und dann ist es so, ja, hat er auch noch diese Vorgeschichte mit gebürtiger Frankfurter und ja, darauf freue ich mich tatsächlich. Also, wenn das klappen sollte, wäre es halt auch eine schöne Überraschung. Und ja, wie Basti schon sagte, nicht zu viele Erwartungen. Also, man ist jetzt auch nicht übermäßig enttäuscht, sollte er jetzt nicht einschlagen wie, keine Ahnung, eine Bombe. Aber sonst, ja, freue ich mich auch drauf. Finde ich gut. Ist auch, ja, genau, so ein Transfer, wie ich ihn mir gewünscht habe. Deswegen, ja, geil, spannend. Ich habe auch auf beide richtig Bock, aber ich sage euch, liebe Leute, es wird die Saison des Chor, ja, es wird die Hardcore-Saison, ja, der Dominik Chor, letzte Saison für extrem viel Geld gekommen, immer wieder viel gescholtener Spieler hier, aber mit seinen 26 Jahren kommt er jetzt zu der Blütezeit seiner fußballerischen Schaffenskraft und wird zum Spieler der Saison. Im zentralen Mittelfeld wird er die zentrale Schaltfigur, die wir uns die ganze Zeit gesucht haben, weil kein Neuer kommt, muss er einfach herhalten und er wird sein feines Füßchen noch weiterentwickeln und uns sehr, sehr viele schöne Zeiten bescheren und uns weit von unten weghalten und eher den Blick nach oben schärfen, glaube ich. Also es wird die Zeit des Chor, das kannst du dir überlegen, René, aber was denkst du denn? Ich habe jetzt gerade von meinem geistigen Auge erstmal so dieses Bild des Mittelfeldspielers der Saison, wo dann am Ende der Saison steht auf Platz 1 Dominik Chor und auf Platz 2 Goretzka und wir verkaufen Chor am Ende der Saison für 30 Millionen. Vielleicht ist das aber auch war ich da kurzzeitig irgendwie in so einem Tagtraum. Normalerweise sind wir ja hier immer sehr unterschiedlicher Meinung, aber ich stimme Patricia und Basti bei dem Thema Ache und Barkok zu 100% zu. Das sind auch die, wo ich mich tatsächlich am meisten drauf freue. Zum einen Barkok, der ja von sich selbst gesagt hat, er hat die Zeit in Düsseldorf genutzt, um reifer zu werden, erfahrener zu werden. Er auch gesagt hat, das Spielsystem sei durchaus ähnlich. Also er sieht sich durchaus in der Lage, sich schnell in das Spielsystem und das Mannschaftsgefüge zu integrieren.
Und Ache ist für mich einfach so dieser Transfer, wie Patricia schon gesagt hat, mit viel Hoffnung, wo man, der so ein bisschen diesen Wundertütencharakter hat, wo man aber jetzt auch nicht böse ist, wenn es am Ende halt nicht funktioniert. Und er scheint ja auch für das Klima in der Kabine ganz gut zu sein. Ich glaube, Hinteregger war es in einem kurzen Video der Eintracht gestern oder vorgestern, der ja auch gesagt hat, dass er auch irgendwie lustiger Typ ist und auch in der Kabine dann durchaus für gute Stimmung sorgt. Also ich glaube, mit den beiden kann man extrem viel richtig machen. Ja, als Marvin Dominik Kohr angesprochen hat und so das ausgeführt hat, habe ich trotzdem auch ein bisschen an Gibril Sow gedacht. Das ist auch erst das zweite Jahr jetzt von ihm. Ich glaube, den sollte man auch nicht abschreiben. Haben viele schon gemacht und würden den gerne verkaufen. Ich bin weiterhin Team Sow. Weil er könnte genau das bringen, was wir wollen. Also eigentlich haben wir diesen Spieler schon. Er bringt's halt nicht. Aber ich würde auch vielleicht, war's nicht Anna, die es getwittert hat, Marvin, dass das auch eine Saison sein könnte, wo Spieler, die sich vielleicht von solchen Sachen wie Publikum und Stimmung ablenken lassen, die sich eigentlich entwickeln könnten. Ich habe so einen Tweet von ihm im Kopf. Und ja, da muss ich direkt an Sow denken. Da muss ich direkt an Gibril Sow denken. Liebe Grüße an die Anna. Das ist genau so ein Spieler, dem diese schlimme Situation vielleicht dann in dem Fall gut tun würde, weil darf sich vergessen, klar fehlt den Spielern fehlen wahrscheinlich die Fans, um sich pushen zu lassen, aber was natürlich bei Fans dann auch im Stadion ist, dann muss man ehrlich mit sich sein, es pfeift halt auch keiner mehr oder es geht kein Raum durchs Stadion, wenn du einen Fehlpass spielst. So. Christoph Kramer hat das, glaube ich, auch im Elf-Freunde-Interview Sonderheft gesagt, zusammen mit Tommy Schmidt, glaube ich. Dass man das schon wahrnimmt, wenn nach dem dritten Fehlpass irgendwie gepfiffen wird, dann spielst du den vierten Pass automatisch anders. Und bei Sow hatte ich auch oft das Gefühl, dass der sich hat anstecken lassen von so einer gewissen Unruhe. Das würde ja jetzt wegfallen. Also er kann diese Saison eigentlich nutzen, um zu denken, weißt du was, spielerisch kann ich mich weiterentwickeln. Es ist jetzt nicht unbedingt eine direkte Reaktion zu erwarten, wenn ich eher 5 Fehlpässe spiele, außer dass er vielleicht irgendwann vom Trainer angeschrien wird. Aber es wird zumindest keinen Raum im Stand zu vernehmen. Vielleicht kann er es nutzen, ich weigere mich weiterhin Sow aufzugeben, muss ich auch sagen. Vielleicht habe ich ihn dann da ein bisschen in dieser Frankfurt-Brudi-Euphorie vergessen, weil von ihm erhoffe ich mir weiterhin trotzdem was für unser Spiel, was wir noch nicht haben. Vielleicht kann er das jetzt endlich mal konstant liefern. Bin ich bei dir. Ich bin auch da vollkommen bei dir, weil ich denke, Sow ist definitiv ein Spieler. Irgendwas müssen die Leute doch in ihm sehen. Und er hat ja teilweise auch Akzente. Er hat sie vielleicht nicht in dieser Konsequenz dargelegt, wie man es ganz gerne hätte, aber es ist da. Und ich glaube, für ihn ist es kein leichtes Jahr gewesen. Und jetzt noch mal reinwachsen. Das Gute ist, die meisten, der ganze Kern dieser Mannschaft kennt sich jetzt schon einfach länger. Und die wissen jetzt schon besser, wie sie zusammenspielen. Die wissen vielleicht auch um die Schwächen des Einzelnen miteinander. Das ist doch aber, kann doch wirklich eine Hilfe sein. Für uns, ich glaube, die Anlagen sind da und dementsprechend müssen wir einfach positiv sein. Und ich glaube, auch mit dieser Mannschaft wird überhaupt nichts mit unten zu tun haben aktuell. Und wenn wir da jetzt vielleicht noch die ein oder andere Verbesserung sogar reinbekommen, vielleicht ist es kurz vor knapp, aber dann geht da definitiv noch was. Und wir haben natürlich immer noch die Spieler, über die wir am Anfang ja schon gesprochen haben, vor 2 Wochen, als wir definitiv mal so einen Check gemacht haben, wer uns verlassen könnte, wer, keine Ahnung, Detro Williams vielleicht, was ist mit Fallett. Müssen wir alles noch abwarten, aber der Stamm, der ist auf jeden Fall gut. Und dann hast du noch so ein paar Breakout-Stars. Vielleicht wirklich wie Kor, vielleicht wirklich wie Ache. Das wäre doch geil. Und am Ende ist es Zuba und keiner hätte es gedacht. Es ist halt tatsächlich viel Entwicklungspotenzial, wenn man so drüber nachdenkt. Man hat auch Kamada, der kann den nächsten Schritt gehen, ein Dika, wir haben auch Tuta, keine Ahnung, vielleicht ist das auf einmal der krasseste Innenverteidiger überhaupt, weiß ich nicht, kann sein. Ja, ist richtig. Also, wenn man so bedenkt, ist da schon echt viel, was noch ausgeschöpft werden kann, was wir vielleicht nicht gedacht hätten. Mal sehen, also darauf kann man sich schon so, okay, jetzt haben wir so ein bisschen Positivität in der ganzen Sache. Da kann man das sich kann ich schnell beenden, freuen. Patricia. Das kann ich ganz schnell beenden. Sei doch ruhig. Als du über Ndika gesprochen hast, ist mir eingefallen, wir können ja zwar jetzt sagen, okay, im Sommer muss das Transferfenster schließen und wir werden alle einigermaßen zufrieden, weil keine Horrorszenarien eingetreten werden, aber was definitiv passieren wird, ist ja, dass Abraham im Winter weg ist. Da muss man ja fast schon was machen dann eigentlich. Das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Und da frage ich euch, inwiefern hat die Eintracht vielleicht sogar geschlafen, indem sie ablösefreie Spieler wie beispielsweise ein Robin Knoche gar nicht irgendwie näher ins Feld gefasst hat? Wäre das für euch jemand gewesen oder fasse ich hier schon nach den Mittelklasse-Spielern, die Eintracht eigentlich gar nicht erreichen sollte?
Ich glaube, der ist bei Union Berlin am richtigen Verein, muss ich sagen. Okay. Ja, deswegen war ich da so offen. Patricia, was meinst du? Wen könnte die Eintracht da irgendwie noch ja, sich an Land ziehen? Oder sollten wir vielleicht über vertragslose Spieler mal nachdenken? Tatsächlich gar nicht mit beschäftigt. Keine Ahnung. Da erwischst du mich ein bisschen auf dem kalten Fuß. Ich kann nur sagen, Knoche war so, das war immer so ein Thema. Ja, könnte man holen. Hat mich auch nicht so komplett gecatcht, als es so rumging. Deswegen, wie gesagt, Union. Kann ich mir gut vorstellen, dass es da passt. Aber jetzt, wen wir jetzt holen könnten, so auf Anhieb, keine Ahnung, tatsächlich. Also wir haben ja momentan auf dem Markt ablösefrei, kann ich euch ja mal ein paar illustre Namen vorlesen. Zähl mal auf. Genau. Edinson Cavani. Also Cavani ist momentan immer noch ablösefrei. Aber waren wir nicht gerade eben bei Innenverteidigern? Also Cavani ja, aber, selten in Erinnerung, dass der Innenverteidiger gespielt hat. Ja, aber ich will euch mal alles zeigen. Ja, also es ist wie der Mann am Strand, der euch alles zeigt, auch wenn ihr gefragt habt, ob ihr nur die Wassermelone bekommt. Ne? Ist egal. Ich zeige euch auch den Milchshake. Gut, dann Malençon, da haben wir schon länger mal drüber gesprochen. Das ist natürlich ein Innenverteidiger, der wird sich aber anderweitig irgendwie interessiert mal, der geht vielleicht zu einem FC Barcelona. Wir haben immer noch Mario Götze, die Thematik, die Basti-Götze-Thematik ist noch nicht total durch, ja, also hat immer noch keinen neuen Verein. Ja, im Mittelfeld, also in der Innenverteidigung wird es tatsächlich schon ein bisschen schwieriger. Im offensiven Mittelfeld haben wir übrigens noch Kevin Stöger beispielsweise, man kennt ihn noch. Ja, in der Innenverteidigung ist tatsächlich echt schwierig, da hast du nur noch mit Ezequiel Garay jemanden, der noch von einigermaßen internationaler Klasse verfügt, aber halt mit 33 auch schon nicht mehr so in diesem Bereich anzusiedeln ist, dass du sagst, müsstest du jetzt nochmal verpflichten, zuletzt beim FC Valencia jetzt auch nicht mehr großartig in Erscheinung getreten. Also da ist tatsächlich wenig da, würde ich sagen, was uns ganz groß interessieren könnte. Aber wie gesagt, falls wir doch noch lieber auf das Zug, auf alte Zugpferde aufsteigen sollten, dann könnte uns tatsächlich jemand wie Mandzukic ja noch interessieren, mit 34 immer noch ablösefrei ist. I don't know. Aber Innenverteidiger wird tatsächlich echt schwierig, weil da hast du kaum Leute, wo ich sagen würde, das könnte uns interessieren. Danny Schwab beispielsweise, aber der ist auch schon 32 und ich weiß nicht, ob den habe ich zuletzt gar nicht verfolgt, ob so interessant ist, dass der zuletzt bei PSV Eindhoven war. I don't know. Ich werfe jetzt mal einen ganz merkwürdigen Namen in die Runde. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Van Drongelen eigentlich sehr darunter gelitten hat, dass er beim HSV gespielt hat. Ich glaube, so schlecht ist der gar nicht. Ich weiß nicht, wie seine Situation ist. Van Drongelen ist, glaube ich, noch im Hamburg verpflichtet, aber ich glaube tatsächlich, dass der HSV sogar ganz froh wäre, jemanden mit Van Drongelen, man muss auch mal ganz klar sagen, wir reden hier über so einen Spieler und tun so, als hätte er schon 5 Jahre großartig Profiberufserfahrung. Der ist schon relativ lange dort. Der kommt übrigens auch von Sparta Rotterdam, also dem Verein von Aachen. Aber der ist halt saujung zum HSV gewechselt und der hat sich auch einigermaßen gut entwickelt. Der ist erst 21. Ne? Das heißt also, wenn wir einen Spieler dieser Güteklasse vielleicht für gar nicht so viel Geld, weil der HSV ja auch Schwierigkeiten hat, bekämen, ich sag mal so 3 Millionen oder so, ja, dann wäre das auf jeden Fall ein Spieler mit Ausbaupotenzial. Finde ich eine geile Nummer tatsächlich. Vertrag bis 2022 laut transfermarkt.de. Und einen Transfermarkt-Marktwert von 5 Millionen. Also, ja. Sollen die sich mal nicht so anstellen. Ja. Aber ist doch geklärt, oder? Also, kommt doch hin. Hätten wir das Problem auch gelöst. Dann nehmen wir für den Rechtsaußen, dann haben wir die Innenverteidigung zu, dann weißt du, wen wir Rechtsaußen nehmen können. Wer auch ein bisschen vom Radar verschwunden ist, ist Miloš Jojić. Der ein oder andere wird sich erinnern, Dortmund und Köln hat der Stimmt. mal gespielt. Ja. Der kann einigermaßen gut auf den Außen auch spielen. Und der ist, glaube ich, in der Türkei sehr, sehr unglücklich. Und ich glaube, der wäre sogar günstig zu haben. Der ist in der Türkei, der gibt Gerüchte, dass er nach Russland geht. Das ist, glaube ich, auch so ein Spieler. Der hat es hier in Deutschland nicht geschafft, ist dann irgendwie von der Bildfläche verschwunden in der Türkei. Aber ganz ehrlich, Jojic war nicht immer so schlecht. Es gab einen Grund, warum Dortmund den geholt hat. Gut, in Köln ist es nicht ganz so gut gegangen, aber das kann auch wie bei Van Drongelen am Verein liegen, die dann auch immer in chaotische Situationen geraten. Also vielleicht müsste man sich solche Picks rausnehmen. Wenn du kein Geld hast, dann musst du halt irgendwie so ein paar Gambles halt machen und Jojic und Van Drongelen, meine Güte. Also es gibt, ist ja jetzt auch nicht so, dass wir unglückliche Spieler nicht aufbauen könnten. Also glaub, das kann schon funktionieren. Jetzt hast du mich bei Jurjic, den fand ich damals bei Köln richtig geil und habe eigentlich gedacht, meine Fresse. Ich auch. Ja, da habe ich irgendwie echt gedacht, war so total sauer, dass die Eintracht nicht an den gedacht hat, ne? Und ich meine, der ist auch erst 28, so. Also. Ja,
Ja, ich habe jetzt auch mal nachgeguckt, der war irgendwie zuletzt ja beim Wolfsberger AC sogar, ne? Ja, auch hier wieder im Aha. Kreis, ja. I don't know. Also, keine Ahnung. Ich finde auch, ja, vielleicht muss man solche Dinge mal eingehen, ne? Wahrscheinlich wäre das gar nicht verkehrt. Ich Ja, meine, weil bei so. alles andere kannst du ja nicht machen. Also das Ding ist, wenn du jetzt an einen Innenverteidiger denkst, so, oh ja, den finde ich geil, den finde ich geil, ja, super, wird im Gehalts, nicht im Gehalts, in der Ablöse einfach nicht möglich sein für die Ja, Eintracht. Innenverteidiger ist, glaube ich, gerade echt ein schwieriges Feld, Und weil das die. Ding ist, ja, wenn du dann halt so Talente holst, ist es wieder das Ding, du hast halt so einen Entwicklungsspieler geholt, der dir nicht sofort hilft. Aber wenn Abraham geht, brauchen wir halt jemand, der sofort hilft. Das ist halt so das Ding. Ja, Ist halt nicht so einfach. dann musst du halt wirklich entweder jemanden leihen, der gerade irgendwo in der Situation ist, wo er halt einfach wenig Einsatzzeit bekommt, weil man ihm vielleicht gerade irgendwie einen anderen vor die Nase gesetzt hat. Oder du musst halt wirklich auf einen vertragslosen Spieler gehen, der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ähnliches Altersgefüge hat wie Abraham, der nochmal irgendwie Bock hat, 1, 2 Jahre zu spielen, dass du nochmal das Jahr Zeit hast, um die Talente, die jungen Spieler, die du im Kader hast, nochmal weiterzuentwickeln. Ja, das ist es. Also das muss man sich genau überlegen, was man macht. Aber wenn ich jetzt mal überlege, bei der Eintracht ist es ja tatsächlich so, wir haben ja noch den ein oder anderen Innenverteidiger. Wir haben jetzt zuletzt gar nicht mehr über Tuta gesprochen. Da weiß ich gerade gar nicht auch, wie ich den einschätzen soll. Aber ist es denn realistisch, dass Tuta vielleicht doch noch mal im innersten Zirkel dabei sein kann und vielleicht diese Position bekleiden könnte? Oder ist es so, dass Touré vielleicht in der Innenverteidigung als Ablösung für David Abraham noch mal den nächsten Schritt macht? Das sind auch die zwei Namen, die ich auch im Kopf hatte. Also wenn, sagen wir mal so, wenn jetzt Johannes der Clown hier reinkommt und sagt, das Transferfenster schließt und du darfst das ganze Saison keinen mehr holen, dann wäre es wahrscheinlich so, dass du eine Rückrunde mit Touré und Tuta angehen müsstest. Das wäre ein Risiko. Aber ja, weiß nicht. Boah, das finde ich schwierig. Darüber müsste ich länger nachdenken. Ich weiß es nicht genau, weil Tuta kann halt so immer noch so eine Odonessen-Nummer werden, so, dass es halt gar nicht klappt. Dann hast du praktisch niemanden, weil Touré auch jemand ist, der. Ich bin weiterhin großer Fan von ihm, aber der ist jetzt auch nicht so. Ich kann halt auch seine Kritiker verstehen. Weil der wirkt schon manchmal so, als wenn er nicht alles mitkriegen würde. So, also, ja, weiß ich nicht. Hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen Bauchschmerzen, aber, ja, keine Ahnung, ja. Ganz, ganz schwierig, weil wir müssen mal sagen, er hat bei allen Formschwächen, die er auch hatte und bei allem hin auf und ab und ein bisschen verletzt und so, mit Abraham verlieren wir schon einen wichtigen Mann. Du musst auf jeden Fall Respekt vor dieser Tatsache haben, dass er geht und diese Lücke, die da entsteht. Also du kannst nicht sagen, ah, da machen wir es schnell so und so. Kannst du nicht. Damit muss und damit werden die sich auch beschäftigt haben. Klar werden die jetzt viel zu tun haben mit Corona und bla, aber die werden ja wissen, dass Abraham Ende des Jahres geht und dass er eine große Lücke auch persönlich reißen wird in dieser Mannschaft. Das ist einer der Spieler, die am längsten da ist. Auch ein Mördertransfer, muss man auch mal an der Stelle sagen, kurz vorm Ende hier bei seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt, der hat 1,5 Millionen Euro gekostet. Wenn man überlegt, wie wichtig der geworden ist und was für eine Rolle der hier gespielt hat, das ist schon Wahnsinn. Deswegen muss man mit der Nachfolge echt sorgsam umgehen, weil der wird fehlen. Und ich weiß nicht, ob man dann Touré und Tuta einen Gefallen tun würde, wenn die in diese Fußstapfen treten müssten. Ja, man darf jetzt auch nicht vergessen, er ist halt auch Kapitän, so. Es ist ja jetzt nicht irgendein Spieler. Ja, ist schon. Und dann halt einfach irgendwie jemanden in die Fußstapfen stecken und sagen, hey, mach das mal. Das war mit Hasebe unser Abwehrchef jahrelang. Das ist halt nicht so einfach. Nee, es ist Auch nicht. eine merkwürdige Situation, dass du irgendwie einen Spieler in der Winterpause verlierst. So. Also es ist jetzt, ich wüsste jetzt keine Situation, wo uns das schon mal passiert ist. So. Klar weißt du, am Ende der Saison oder dies, das weiß man immer. Aber das ist so eine, ja, du weißt, dass du in der Hinrunde noch einen wichtigen Spieler hast, den du safe in der Rückrunde verlierst. So. Also Klar, das kann ja auch mit Verletzungen passieren, aber so wissentlich da reinzugehen, erinnert mich wissentlich nicht. vor der Saison kann ich mich ernsthaft an keine Situation erinnern, wo das schon mal der Fall war. Ich auch nicht. Ich gucke mal nach, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, dass wir im. Warte mal, mal gucken. Ja, genau. Warte mal, nee. Doch, und zwar haben wir im Februar, genau, Szalai Hoshti mal verloren. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, der kam auch im Winter und ist dann ein Jahr später wieder im Winter gewechselt. Ja, aber da wusstest du das nicht vor der Saison. Nee, das wusstest du nicht, da hast du recht, ja, Also klar, dass du in der Winterpause einen Spieler irgendwie abgibst, weil er
wenig Stimmt, gespielt hat, weil er nicht in das Konstrukt irgendwie passt, ja. Aber jetzt zu wissen, Mitte August, bevor die Saison überhaupt angefangen hat, dass der wichtigste Mann in der Abwehr oder einer der wichtigsten Männer in der Abwehr, der viel für diesen Verein getan hat, in der Winterpause den Verein verlässt und das ja noch nicht mal, um irgendwo anders dahin zu wechseln, sondern um seine Karriere zu beenden. Das ist so ein Konstrukt, das hatte ich noch nicht. Also daran kann ich mich ernsthaft nicht erinnern. Nee, ist schon merkwürdig. Vollkommen richtig. Naja, müssen wir mit umgehen. Müssen wir mit umgehen. Wir haben ja jetzt hier Alternativen schon genannt. Also Jojic und Van Drongen verpflichten und alles gut. Wie geil, wie wir uns aber auch tatsächlich wieder von den absoluten Größen der Fußballwelt auch wieder ein bisschen verabschiedet haben und schon gesagt haben, naja gut, also mit Van Drongelen sind wir auch ganz cool. Ne? So die Perspektive ist jetzt schon interessant. Ne? Ja, wir haben uns schon mit der Situation vertraut gemacht, die gerade herrscht. So, anpassbar. Liebe Eintracht, ihr merkt, wir sind flexibel. Die haben uns dahin erzogen wahrscheinlich. Das ist, wir denken jetzt so, es ist richtig krass, was wir hier für Opfer bringen. Dabei hat die Eintracht uns jahrelang dazu hinerzogen, dass wir uns sowieso anpassen an Widrigkeiten. Naja. Wir sind zäher als die gröbste Pflanze tatsächlich. Ja, also wir sind wirklich widerstandsfähig, das muss man wirklich sagen. Ne? Naja, mal gucken. Ich glaube, das ist so eins der Hauptkriterien, was einen Eintracht-Fan auszeichnet. Widerstandsfähig, leidensfähig. Hochemotional. Was ist denn eigentlich hier, nur mal ganz kurz, was ist denn eigentlich mit diesem Marius Wolf? Also jetzt nur mal so. Ist der vertragslos? Nee, der hat noch einen Vertrag bei Dortmund, aber es ist jetzt nicht so, als wird er jetzt wahrscheinlich spielen. Wird er wieder zurückgeliehen zur Hertha oder so? Weil, also als Rechtsaußen ist der jetzt immer noch nicht so schlecht. Ja, der war aber, der ist schon seitdem er weggegangen ist rum. Das wäre eigentlich ein ideales Poldau zu Kostic. Weil er über die rechte Seite genauso viel Welle machen könnte wie Kostic über links und die würden sich gegenseitig entlasten. Also den würde ich auch sofort nehmen. Ja, aber ich finde, dass ihr gut beschrieben habt, was Eintracht-Fans so ausmacht. Also A, wir sind auf jeden Fall sehr pessimistisch. Dann probieren wir uns wieder in den Rausch zu reden. Dann probieren wir uns klar zu machen, dass keiner kommen soll. Ja, schließt das Transferfenster, nur um 5 Minuten später drei Spieler aufzuschreiben, die wir gerne haben würden. So. Ja. Das schreibt die Situation gerade sehr, sehr gut. Hier schließt das Transferfenster, aber ich will noch drei Spieler schnell haben. So, klar, danke. Schizophrenie gehört auch dazu, ja? Ja, ambivalent würde man es doch auch noch, Alter. Schizophrenie gehört zum Geschäft. Ja. Sehr gut. Na gut. Grüße an dieser Stelle an Michael Hector, der den Bundesliga-Aufstieg geschafft hat. Nicht den Bundesliga, sondern den Premier League-Aufstieg. Also auch, wenn wir über kantige Innenverteidiger sprechen, der ein oder andere mag sich erinnern. Ja, ich tue es. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, René. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Ich glaube, transfertechnisch sind wir jetzt erstmal soweit ein bisschen durch. Wir haben eine Quizfrage bekommen von dem lieben Nils auf Twitter. Und zwar bittet er uns, einen Spieler zu erraten. Und weil wir ja gerade eben schon bei dem Thema Spieler waren, wird uns das wahrscheinlich leicht fallen. Ich setze da jetzt einfach mein ganzes Geld auf Marvin und Basti, weil ich bin nicht drauf gekommen. Ich habe auch noch nicht irgendwie auf Transfermarkt oder so wer geguckt, wer es denn ist. Und zwar schreibt er für die nächste Folge vom Eintracht-Podcast, welcher Ex-Adler gehört diese Laufbahn? Ich komme auf die Frage, weil TuS Mündelheim mein Jugendverein ist. Wir reden hier von einem Spieler, der Saison 2002, 2003 bei der zweiten Mannschaft der Arminia war. Dann Saison 3-4 zur Eintracht kam. Erste Liga, zweite Liga, Eintracht 4-5, erste Liga, Eintracht 5-6, dann zu Mainz gewechselt ist für die Saison 2006-2007, dann 2 Jahre beim TuS Koblenz in der zweiten Liga war, dann für die Saison 9-10 zum SC Freiburg, dann, ja. Bitte? Drücher. Ja, dann Düsseldorf 12-13 und dann Mündelheim 2021, also da sind ein paar Lücken dazwischen. Du sagst Tja. Ich schließe mich dem an. Ich habe keine Ahnung. Ja, so wie das aus der Pistole geschossen kam, ne? Ja, also ja, das war Mainz, Freiburg. Müsste ich mich jetzt arg täuschen, wenn der es nicht. Keine Ahnung. Also kann natürlich auch sein, dass ich mich jetzt komplett in die Nesseln gesetzt habe und Tja nie in Freiburg gespielt hat, aber. Wir gucken jetzt. Ich meine mich an eine Szene zu erinnern, wo der sich hat feiern lassen von uns. Also ich glaube, ich war mal in Freiburg. Als der erst zu den Heimfans und dann vom Platz gelaufen ist und wir den nochmal gefeiert haben. Weiß ich nicht. Hat er wenigstens die Lösung mitgegeben oder müssen wir jetzt hier unruhig einschlafen?
Müssen jetzt live googeln. Ja, wie googelt man denn sowas, Alter? Oder wir rufen Lossner an. Ich glaube, wenn das einer weiß, liebe Grüße nach Salzburg. Ist Herr Lossner unser Telefonjoker? Lossner ist tatsächlich, Marvin, erinnere dich bitte an Salzburg, wie er den komplette HR-Sportredaktion ausgezogen hat und den Kicker mit, als dieses Spiel gespielt wurde. Ey. Julian Franzke schläft heute noch schlecht vom Kicker. Definitiv. Richtig geile Angelegenheit gewesen. Also man muss echt sagen, der Julian, also auf jeden Fall, der Lossner ist auf jeden Fall ein Wissender, um es mal so zu sagen. Ne? Aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt nochmal rekapitulieren, du hast auf jeden Fall recht, ich weiß, dass er bei der Arminia gespielt hat. Ne? Da bin ich mir hundertprozentig sicher, bei der Eintracht auch. Bei Koblenz wusste ich jetzt nicht, hat der bei Koblenz gespielt? Kann sein, und auf jeden Fall in Freiburg. Alles andere weiß ich nicht. Ja, mal gucken. Also Char ist auf jeden Fall gewechselt von der Eintracht nach Mainz und von da aus nach Koblenz und von da aus nach Freiburg. Dann steht hier aber noch so Sachen wie Celtic und Düsseldorf dazwischen. Von daher würde ich jetzt sagen, nein. Boah, okay. Okay, schwierig. Das ist aber eigentlich schon, vielleicht hat er da Auslassungen, hat er da absichtlich irgendwelche Auslassungen reingedengelt, weil tatsächlich, wenn ich jetzt mal nachgucke, warte mal, 19, das passt aber tatsächlich. Ja, also von den Jahreszahlen kommt es irgendwie hin. Ne? Wäre jetzt schon ein merkwürdiger Zufall. Das wäre geil, wenn es noch einen Spieler gäbe. Ja, das genau. Immer mitgewirkt. Also, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Ich gucke jetzt mal. Duricard, 2003, 2004, wie viel? Doch, Tore das ist er. Das ist er, ne? Ja, genau. Der ist jetzt 2021 TuS Mündelheim, dritte Mannschaft, Kreisliga B. Also, Basti, Respekt. Mit 40. Wie gesagt, wie habe ich es erraten, weil ich im Stadion war? Mann, Alter. Auswärts, von Auswärtsspielen reden wir wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre nicht mehr. Wahrscheinlich nicht so schnell. Naja, liebe Grüße. Aber echt, also da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass das passt. Chapeau. Nee. Also Mündelheim. Respekt nach Mündelheim auf jeden Fall. TuS Mündelheim, dritte Mannschaft, Kreisliga B. Duricard. Na gut. Mit 40 in der Abwehr. Sehr gut. Vielleicht wäre der ja noch eine Alternative für ein Jahr, wenn Abraham geht. Ja, machen wir. Ja, gut. Ja, Duricard. Auch guter Spieler. Auch gut, dass die Zeit vorbei ist. Ich wollte gerade sagen, der hat mehr von seinem Kult gelebt, sag ich mal. Würde ich auch so sagen. Ein sympathischer Kerl. Ja, das definitiv. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, Nils, für diese kleine Rateaufgabe. Und ja, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Eintracht-Hörer oder Eintracht-Hörerin, die uns auch noch so eine Rateaufgabe stellen will. Dann schickt uns die. Ich glaube zwar, dass Marvin und Basti also ziemlich alles erraten werden, aber vielleicht gibt es ja einen, den ihr nicht erraten könnt. Auf jeden Fall. Große, ansonsten, wie gesagt, Telefonjoker Lossner. Große Challenge für uns. Ja, dann haben wir auch noch was geschickt bekommen und da geht es um das Thema heute vor 20 Jahren und da haue ich jetzt erstmal den Jingle raus. Liebe Zuschauer, Alexander Schur. Jetzt ist Schluss! Eintracht Frankfurt ist in der Fußball-Bundesliga. Ja, ist es denn zu glauben? Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Irrenhaus! So, und dann gucken wir auf ein Spiel, was exakt am heutigen Tage vor 20 Jahren stattgefunden hat. Und zwar am 26.08.2000 mit Anstoß um 17.30 Uhr. Wisst ihr noch, was das für ein Spiel war? Klar. Nee, jetzt gerade nicht. Es war ein DFB-Pokalspiel in der ersten Runde. Oh, scheint kein gutes gewesen zu sein, offenbar. Und es sind insgesamt in diesem Spiel 7 Tore gefallen. Keine Ahnung. 20 Jahre.
vor 20 Jahren. Es war die erste Runde des DFB-Pokal 2000-2001 und die Eintracht musste spielen. Sind wir da nicht ausgeschieden in Stuttgart Amateure oder irgendwas? Richtig, hervorragend. Ah. Genau, die Eintracht musste ran gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart, die damals gespielt haben in der Regionalliga Süd. Und wir sind ausgeschieden. Es sind 7 Tore gefallen. 1 davon hat die Eintracht geschossen. Wow. Wir haben 6-1 gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart damals verloren. Und zwar Tore wie folgt. Erstes Tor, 16. Minute, Vaccaro für Stuttgart. Dann das 2-0 in der 34. Schmiedl. Dann der Anschlusstreffer von Fjørtoft in der 39. Dann rettest du dich in die Halbzeit und dann kriegst du in der 50. einen Foul-Elfmeter, der wird verwandelt zum 3-1 von Vujevic. Der macht dann 17 Minuten später in der 67. das 4-1. Und dann kommt das 5-1, geschossen von einem gewissen Yannis Amanatidis, der dann in der 90. auch noch das 6-1 macht. Und zwischenzeitlich hast du dich dann ab der 50. Minute auch noch entschieden, auch so mit 11 Mann zu Ende spielen, muss jetzt auch nicht so richtig sein. Da hat nämlich Lösch dann mal noch eben spontan die rote Karte gesehen. Krass. Okay. Dann sind wir in der ersten Runde des Pokals 6-1 von der Amateurmannschaft des VfB Stuttgart wieder nach Hause geschickt worden, weinenderweise. So Leute, das meinte ich damit, jetzt haben wir André Silva im Kader. Also immer alles in Relation setzen. Lösch. Okay. Spiele, die ich tatsächlich schon vergessen habe, wenn ich ehrlich bin. Ja. Naja, aber Angelo Vaccaro, da weiß ich noch, der Spieler, den haben wir dann irgendwann ein paar Jahre später auch mal verpflichtet. Aber nur für unsere zweite Mannschaft. Ich glaube, so richtig sinnvoll war das. Weiß ich jetzt nicht, ob das so sinnvoll war. So richtig erfolgreich war der Spieler auch nicht. Okay. Genau, 2009, Anfang 2009 bis Ende 2009 war er bei der zweiten Mannschaft der Eintracht. Naja. Und danach auch eher nur noch so flickenteppich mit irgendwie hier Budapest und Brüssel und mal 9 Monate Reutlingen. Also der war dann auch nirgendwo mehr so richtig. Aber ich hatte auch gar nicht mehr in Erinnerung, dass Amanatidis damals in der zweiten Mannschaft des VfB unterwegs war. Den hätte ich da auch nicht verortet, muss ich sagen. Bitte? Den hätte ich da auch nicht verortet. Also hättest du mich gefragt, aus welcher Jugend Amanatidis kommt, wäre Stuttgart nicht dabei gewesen. Nee, der war ursprünglich Stuttgarter SC und dann VfB Stuttgart, zweite Mannschaft bis 2000, ist dann gewechselt nach Greuther Fürth. War genau, dann, da hätte ich den erfordert. Ich hatte ihn eher in so einem bayerischen... Nee, war dann erste Mannschaft Stuttgart nochmal für 2 Jahre und ist dann zur Eintracht, dann Lautern und dann lange Zeit wieder Eintracht. Dann Haus gebaut. Dann Haus gebaut, Restaurant, sonst irgendwas. Ja, Amanatidis, hat der nicht zuletzt einen neuen Job angenommen? Jetzt muss ich überlegen. Ich hatte das doch, genau, als Assistent. Amanatidis unterzeichnet, oder? Das hast du mir hier erzählt, gell? Amanatidis hat irgendwo Co-Trainer-mäßig oder was? Ja. Genau. Co-Trainer von PAOK Saloniki. Ja. Also er hat es wieder zurück ins Trainergeschäft geschafft, nachdem er ja auch, beziehungsweise, was heißt geschafft, er war ja davor schon auch im Trainerstab vom FC St. Gallen und ist jetzt bei PAOK Saloniki natürlich absoluter Top-Club. Ja, also insofern interessant. Vielleicht kommt der, wie würde die FR sagen, der Heißsporn oder so der griechische Heißsporn zurück an den Main irgendwann. Alles möglich. Der Abgang war ja nicht Marvin so richtig denkt geil. Marvin denkt nur noch in FR-Artikel. Ich denke nur noch in FR-Artikel. Warum eigentlich? Das ist ein kleiner Trend zwischen uns geworden. Wir durstewitzen jetzt und probieren die lustigsten Formulierungen aus den Artikeln zu saugen. Ah, okay. Die sich immer wieder gleichen, muss man sagen. Der alte Fahrensmann. Der semmelblonde Mittelfeldspieler. Der Rastelli. Ist so super. Ja. Der ruhige Japaner. Es wiederholt sich viel. Der Samurai aus Fenster. Oh Gott. Sehr gut. Straight. Gut. Okay. Naja. Gut.
Also, das war ein kleiner Rückblick. Ein kleiner Rückblick auf das Thema von vor 20 Jahren. Vielen Dank für, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wer uns das geschickt hatte. Ed Brachbach auf Twitter und der Sebastian hatten uns das auf Twitter geschickt. Vielen Dank für diesen Hinweis. Da haben wir jetzt ja auch noch ein bisschen Historie abgehandelt, meine Herren und meine Damen. So, und jetzt kommen wir zu folgenschweren Themen. Wir müssen nämlich auch heute zumindest mal kurz über das Thema der Dummschwätzer sprechen. Rummenigge, Rummenigge. Oh, I'm a fan. Danke, danke, danke sehr. Rummenigge, Rummenigge, all night long. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Und da hat die Katrin uns was geschickt. Bevor wir aber dazu sprechen und vielleicht gucken, ob ihr auch noch einen Dummschwätzer habt, und da melden sich ja gefühlt morgens früh vor dem ersten Kaffee schon 20 Leute dafür an, müssen wir natürlich erstmal gucken, wer denn in der letzten Abstimmung das Rennen gemacht hat. Ich mache die jetzt hier mal zu, und wir hatten beim letzten Mal nur exakt zwei Kandidaten, ihr erinnert euch vielleicht noch. Das eine war Manuel Neuer und das andere war Thomas Berthold. Und ich würde es jetzt mal als Erdrutsch-Sieg bezeichnen an dieser Stelle, weil mit über 70%, mit genauer gesagt mit 73,9% geht der Dummschwätzer der Woche an Thomas Berthold. Alles Überraschung. Das einzig Überraschende ist, dass keine 9 vorne steht. Also mehr als verdient, würde ich das jetzt mal so nennen. Genau. Und wo ihr hier die ganze Zeit mit FR-Artikeln unterwegs seid, hat die liebe Zamprine uns hier einen FAZ-Artikel geschickt, und zwar der den Titel trägt Abpfiff für verbrämte Fußball-Nostalgiker, wo es im Prinzip eigentlich nur darum geht, dass man den Fußball nicht den Bewahrern des Fußballs, nämlich den Fanvereinigungen überlassen soll, die ja aufzeigen, dass der Fußball seine Schwächen hat, eben auch mit diesem ganzen Thematik Investoren und so weiter, wo wir vorhin ja auch schon drüber gesprochen haben, und der quasi sagt so nach dem Motto, ja, eigentlich sind das ja diejenigen, die dem ganzen Thema schaden. Ich teile diese Ansicht nicht und finde das eine... Weiß nicht, woher dieser Impuls kommt, muss ich sagen. Es ist eine Situation, die für alle scheiße ist, also sowohl für Kritiker als auch für die Fans selber, dass man da noch die Nerven und den fehlenden Anstand hat, diese Diskussion jetzt weiterzuführen, wo die Fans quasi auch die Plattform nicht haben, wirklich zu antworten, finde ich merkwürdig. Also was, ich weiß nicht, was es soll. Also eigentlich hast du das Gefühl, man sollte sich gerade in solchen Zeiten einfach mal bei solchen Themen dann beruhigen, das kann man dann immer noch besprechen. Aber so eine Situation auszunutzen für derartige Dinge, das ist, gehört sich nicht, finde ich. Ja, es passiert ja auch tatsächlich ohne Not. Also wie du schon sagst, also gerade ist ja die Situation, wo ja eigentlich alle, außer denen, die ja sich hier immer als das Opfer sehen, das sind ja die einzigen, die gerade eben irgendwie versuchen, diese Fahne irgendwie hochzuhalten, weil ja sämtliche Fanorganisationen ja eigentlich gerade eben nicht sagen, so nach dem Motto, ey, das sind die Blöden, sondern einfach sagen, so, wir haben gerade, wie du vorhin schon gesagt hast, wir haben gerade Wichtigeres zu tun. Also es gibt ja überhaupt keinen Grund, außer dass die Leute gerade, die sich da gerne als Opfer darstellen wollen, dass ihnen das Material dafür fehlt und sie jetzt irgendwas kreieren müssen, damit sie sich eben wieder in diese Rolle reinbringen können. Ja, da sieht man ja mal, auf was das fußt. Also es ist ja halt, die bekommen kein Material momentan, auf das sie ihre Kritik begründen könnten, tun es aber trotzdem. Das ist halt für mich dann wirklich schwer ernst zu nehmen, weil, weiß nicht, das ist für mich halt wirklich auch kindisch in irgendeiner Art und Weise, dass du irgendeine Diskussion künstlich aufrechterhalten musst, die jetzt momentan gar keine Priorität hat. Und die andere Seite macht ja nicht mal mit, und die andere Seite hält sich zurück und sagt, ja komm, dann sagt halt, was ihr wollt, wir können jetzt eh nichts dran ausrichten. Ist halt so ein bisschen, weiß nicht. Ja, du versuchst ja halt irgendwie eine Diskussion zu führen mit jemandem, der eigentlich schon vor 2 Wochen den Raum verlassen hat und gesagt hat, ja, wegen Thema genau. Ist durch, komm, hör auf. Ja, und du stehst halt immer noch da und versuchst zu diskutieren, obwohl eigentlich gar keiner mehr da ist. Macht überhaupt keinen Sinn. Also. Ja, ihr habt es gut beschrieben. Total absurd. Ich finde tatsächlich, genau, ihr habt es gut beschrieben. Ehrlich gesagt, hauchst du gerade auf einen schlafenden Riesen ein, ja?
oder irgendjemand, der gerade einfach schief schläft, der auch gar keinen Bock hat, der auch gar keinen Bock hat auf diesen Stress. Oder, also ich verstehe insofern einfach diesen, tatsächlich wundert mich auch, warum ausgerechnet jemand aus einem, aus dem Wirtschaftsbereich, Wirtschaftsressort jetzt einen Artikel über Fußball, verbrämte Fußballnostalgiker schreiben muss. Hat ja all nichts Besseres zu tun. Ist das jetzt die letzte Klickmaschine oder was? Keine Ahnung, ey. Sucht euch echt was anderes aus. Sucht euch mal eine kritische Haltung dazu, wie es vielleicht ist, mit Katar umzugehen, die dem im Champions-League-Finale irgendwie beide Teams ein bisschen gesponsert haben und dann einfach den Klassiko gemacht haben. Ja. Liebe Grüße an Chris an der Stelle. Ja, was ist denn los mit euch? Übrigens, mein Dummschwätzer der Woche, Katar einfach. Einfach Katar. Es reicht, ja. Einfach Katar. Also hier Paris, dann hier die Banner für den FC Bayern und dann empfinde ich ein Klassiko. Also muss man denn jedes Fußballspiel mit einem möglichst beschissenen Hashtag irgendwie anfüllen, anreichern? Welches beschissene Hashtag hatten die Bayern für ihr Triple? Keine Ahnung, die hatten doch auch so einen Schwachsinn, oder? War da nicht auch irgendwas? Die haben Mission Red, haben die genommen einfach, die Dreckschwachsinn. Ohne dich zu fragen. Hast du da keine irgendwie Erstvermarktungsrechte dran, Basti? Also, nee, Mission Red habe ich noch, leider nichts. Ja, dann aber jetzt hier mal ganz schnell irgendwie hier Marken darauf anmelden, dann können wir wenigstens hier unsere Anwälte mal ein bisschen losschicken, haben die wenigstens noch was zu tun. Frechheit, ey. Keine Ahnung. Also da, wie gesagt, für mich ist Katar da wirklich echt wieder absoluter Clownsverein, bleibe ich dabei. Richtig schlimme Angelegenheit. Vielleicht bin ich da auch so ein bisschen negativ, muss ich sagen. Aber allein für diesen Klassiko mit Q. Es ist, kann auch gar nicht sein. So oft haben die noch nie nicht gegeneinander gespielt und es ist überhaupt kein Klassiko. Also es ist furchtbar. Naja, wie gesagt, aber vielleicht sollte der Herr Arcel, oder wie er auch heißt, sich vielleicht mal darum kümmern und nicht irgendwelche Fußballfans, die gerade ganz andere Sachen machen, die vielleicht irgendwie der Bevölkerung helfen, die Spenden sammeln, die suchen, dass irgendwie sozial benachteiligte Organisationen irgendwie nicht komplett auseinanderfallen in Zeiten von Corona, da wo viele Leute nicht wirklich so viel Geld haben. Vielleicht sollte man sich, da hat man sich da einen falschen Gegner ausgesucht irgendwie. Ja, könnte durchaus sein, ja. Gut. Patricia, Basti, habt ihr noch Menschen, Institutionen, nee, Bevölkerungsabschnitte? Also diese Woche habe ich mich nicht mit Dummschwätzern beschäftigt, mal ausnahmsweise. Ja, ich habe auch extra, ich bin über diesen Artikel auch gestolpert, habe ich extra nicht angeklickt, habe ich nicht gelesen, weil man es ja schon rauslesen konnte, worum es gehen wird. Ja. Habe mich davon ferngehalten, war ganz okay. Ja, also ich überlege mal, dass wir diese Dummschwätzer-Kategorie vor Corona abgeschafft haben, weil wir ermüdet waren. Das ist mit Corona nicht besser geworden. Also so ein bisschen probiert man sich davon fernzuhalten. Also irgendwann wird die Energie wieder da sein, aber aktuell, ganz ehrlich, sollen sie schwätzen, was weiß ich. War Rangnick nicht im Sportstudio, da habe ich zwar gar nichts von mitbekommen, aber den kann man auch mal blind nominieren. für alles und jeden, ja. Nee, egal, was er da gesagt hat. Wird auf jeden Fall nicht toll gewesen sein, keine Ahnung. Mit Sicherheit nicht. Der muss sich ja jetzt auch irgendwie ins Gespräch bringen, nachdem er ja den Job bei Milan nicht gekriegt hat. Ja. Nee, also ich will mich da auch, ich habe mich diese letzte Woche auch zurückgehalten, Urlaub gehabt, insofern, ich nominiere Katar einfach nur, weil sie es verdient haben und weil es mal schön ist, mal einen ganzen Staat zu nominieren und weil es auch richtig so ist, ja? Weil wir auch immer wieder uns die Frage stellen, was machen wir jetzt dann eigentlich mit Katar, wenn die irgendwie die Weltmeisterschaft irgendwie hosten? Übrigens, Grüße, wir haben jetzt auch bald wieder endlich Länderspiele, ja, ich weiß, ihr habt es alle vermisst. Nein. Es ist wieder Zeit, Länderspielzeit, es ist die Spielspaß, Nationalmannschaft, DFB, Coca-Cola, Elf, Hype Train. Wir sind alle ganz heiß drauf auf die nächsten vereinslosen bzw. zuschauerlosen Spiele mit den Sympathen Manuel Neuer, mit anderen kecken Persönlichkeiten des Fußballalltags. Also ich glaube, da wird kein Auge, bleibt kein Auge trocken. Für alle was dabei. Bin auch sehr begeistert. Ich kann mich vor Begeisterung fallen mir schon keine Worte mehr ein. So begeistert bin ich bei diesem Thema. Ja, und Oliver Baumann hat endlich mal eine Chance aus Hoffenheim bekommen. Da gibt es kurze Wege von SAP zum DFB. Sehr gut, dass dieser überdurchschnittliche Torwart für die Nationalmannschaft nominiert wurde. Vielen Dank.
dieser leicht überdurchschnittliche Torhüter. Aber Robin Gosens, ja, von Bergamo vielleicht. Das ist eine interessante Geschichte. Ja, das ja, eigentlich schon, ne? Ja. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Den Robin Gosens, den hatte ich früher auch nie auf dem Bildschirm, also beziehungsweise nie auf dem Schirm tatsächlich. Auf dem Bildschirm auch nicht, also manchmal halt, ne? Aber nie auf dem Schirm, ja, eigentlich auch irgendwie so Holländer, so Deutsch-Holländer und so. Na, also irgendwie krasse Kiste, aber da bin ich tatsächlich mal gespannt, was das so wird. Kommt ja aus dem Grenzgebiet. Na gut. Gut, gut, gut. Also ihr habt sonst nichts, dann, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst, was zu tun ist. Es gibt wieder eine Abstimmung, ihr findet die auf eintracht-podcast.de und dann habt ihr dort die Qual der Wahl. Und dann schauen wir mal in der nächsten Woche, wer hier von den drei genannten das Rennen macht. So. Und da wir uns jetzt die ganze Zeit mit unwichtigen Menschen beschäftigt haben, müssen wir jetzt auch die Aufmerksamkeit auf was Wichtiges lenken und haben eine gute Tat der Woche. Und dann machen wir jetzt erstmal den Jingle. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Ja, und da geht es um ein Thema, was jetzt noch nicht so richtig eine gute Tat ist, aber wo ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, mithelfen könnt, damit es eine ganz großartige gute Tat wird. Und zwar ist uns das geschickt worden von dem Herrn Lossner, den wir ja heute hier auch schon erwähnt haben. Und weil es ein vielleicht etwas umfangreicher und komplizierteres Thema ist, hatten wir ihn gebeten, doch uns einfach mal kurz vielleicht das zu erklären. Und er war so freundlich, uns eine kurze Soundnachricht einzusprechen und die lasse ich jetzt einfach mal laufen und dann soll er uns doch einfach selbst mal erklären, worum es denn geht. Liebe Freunde und Hörer des Eintracht-Podcasts, liebe Jungs vom Eintracht-Podcast und Mädels natürlich. Ich wende mich heute im Rahmen der guten Tat der Woche an euch und bitte euch inständig eine Spendenaktion zu unterstützen, die einen sehr, sehr guten Freund von mir betrifft, der in Bulgarien an akuter Leukämie erkrankt ist. Die Diagnose kam aus heiterem Himmel. Hat uns völlig unerwartet getroffen. Wir wollten eigentlich zusammen im Sommerurlaub verbringen. Er hat 3 Kinder, 34 Jahre alt, steht mitten im Leben, sportlich, Fußballer, fußballerisch absolut interessiert, großer Unterstützer des Vereins Botev Plovdiv. Er ist leider schwer, schwer erkrankt, befindet sich schon akut in Chemotherapie. Wir hoffen natürlich alle, dass er das schon übersteht und denken auch schon an den nächsten Schritt, nämlich eine Stammzellentransplantation in Deutschland. Wir haben uns jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet umgehört. Die Kliniken, die verschiedenen, haben uns Kostenvorschläge von around about 500.000 Euro übersandt, die er natürlich aus eigener Tasche tragen muss, weil er in Deutschland nicht krankenversichert ist. Das ist natürlich tragisch und uns allen sollte einfach bewusst sein, wie gut es uns geht, dass wir hier in Deutschland leben und versorgt sind. Ich bitte euch daher, die Aktion zu teilen, zu unterstützen, einfach zu beten, egal was ist, es hilft alles, es hilft jeder Cent, jedes Teilen hilft. Ich danke euch und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ja, also eine sehr wichtige Angelegenheit. Es ist schon einiges an Spenden zusammengekommen. Und ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, dort zu unterstützen oder wie gesagt, einfach ja, es zu teilen, es weiterzugeben, hilft ja auch schon. Oder einfach nur in Gedanken dort zu unterstützen, ist auch noch eine Variante. Also von daher, ja, schaut es euch mal an. Wir verlinken es euch. Frage. Also mir fehlen da bei solchen Dingen immer so ein bisschen die Worte. Ich finde es immer so erschütternd, sowas. Ja, ist auf jeden Fall. Also vor allen Dingen Lossner und ich sind ja auch privat befreundet, Marvin ja auch. Der hatte uns schon letztes Jahr nach seinem Sommerurlaub von dem Herrn erzählt und da ging es eher um Fansachen. Also er hat uns geile Videos gezeigt von seiner Hochzeit, wie die da mit Pyro rummachen und
Plovdiv ist ja jetzt nicht der bekannteste Verein, aber die haben selbst auch eine sehr, sehr bunte Fanszene, wo echt interessante Sachen passiert sind. Und jetzt kam er aus dem Urlaub mit dieser Meldung. Das ist natürlich echt krass. Gab auch schon einige krasse Videos, wo bei irgendwelchen Spielen sein Name skandiert wurde. Und ich glaube, der FC Ludogorets hat jetzt auch irgendwie das auf seinen offiziellen Kanälen geteilt. Irgendein bulgarischer Boxer und so. Also es ist schon krass, was für eine Solidarität man in kürzester Zeit durch auch gerade wieder so Fanszenen, muss man auch mal an der Stelle erwähnen, mobilisieren kann und dann über die Grenze hinweg. Also ich finde es auch eine sehr unterstützenswerte Sache, weil es echt heftig ist. Ja, finde ich mega geil. Vielen Dank übrigens auch an Lossi, den Chef angerufenen, mittlerweile muss man ja schon sagen, beim Verurteil-Podcast. Freue mich immer sehr, wenn er mit seiner Expertise da auch zur Verfügung steht. Aber Lossi hat da auf jeden Fall uns was geschickt. Ich meine, ganz ehrlich, das geht ja tatsächlich so ein bisschen in Deutschland manchmal so ein bisschen verloren. Wir haben ja letztens von der BSG, von Chemie Leipzig, haben wir ja letztens ja was geteilt. Das war ja auch, geht auch in eine ähnliche Richtung. Und das jetzt auch, ich meine, ganz ehrlich, wie geil ist das, dass denn der offizielle Fußballverein, sind wir noch ein Bundesligist, ne? Also nicht Bundesligist, aber der, also ist ein Erstligist, dass der dann was teilt und der Boxer, der muss da ja in Bulgarien, ich kenne mich jetzt nicht so mit bulgarischen Boxen aus, aber der muss da ja auch eine Riesennummer sein. Da geht es dann hier nichts, dir nichts. Also ich will mal so sagen, in der deutschen Bundesliga ist es, bevor du dann beim Profiverein dazu bekommst, ist es ein wenig schwieriger, ja? Also da die Aufmerksamkeit irgendwie zu erhaschen. Insofern müssen wir da mal ran, auch wenn er jetzt kein Eintracht-Fan ist, aber ich glaube, spätestens wenn da irgendwie die Zellspende oder beziehungsweise ein paar Euro irgendwie klargemacht werden, sind die Sympathien da auch noch größer. Also wenn ihr ein paar Euro übrig habt oder wenn ihr da irgendwie helfen könnt, wir packen den Link auf jeden Fall rein und ich denke, da hilft alles. Gerade dieses Thema ist natürlich extrem relevant für uns alle, weil es kann ja jeden auch mal erwischen, ne? Genau, das wäre dann quasi auch so mein Folgewunsch an euch da draußen. Falls ihr es noch nicht getan habt, überlegt euch doch tatsächlich mal, euch da in Stammzellen, Spenderdateien eintragen zu lassen. Das ist auch mittlerweile, glaube ich, musst du, glaube ich, gar kein Blut mehr abnehmen, sondern es wird irgendwie auch mit so einem Wattestäbchen irgendwie speichelt und dann wird es analysiert. Ich bin da schon seit Jahren drin und das ist auch einfach, es tut nicht weh und es ist extrem hilfreich, wenn wirklich jemand mal einfach erkrankt ist, dann auch anderen Menschen da zu helfen. Ja. Wir verlinken euch das und schaut euch das mal in Ruhe an und es wäre super, wenn ihr es teilen könnt und vielleicht auch den ein oder anderen Euro da lassen könnt. Yes. So. Und jetzt machen wir noch was Lustiges zum Abschluss und zwar gucken wir nochmal in die Empfehlung und dann machen wir den Sack zu. Es ist dann doch wieder länger geworden als gedacht und da ist unser Empfehlungsjingle. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Ja, und ich habe hier zwei Sachen drinstehen. Einmal hatte der Benedikt mich gebeten, doch nochmal darauf hinzuweisen. Er hat Anlehnung an den Legenden-Cup, den es beim Hannover 96 gab, einen Eintracht-Legenden-Cup auf Twitter gemacht. Also quasi immer Pärchenbildung von Spielern und lässt die quasi in einer Auswahl gegeneinander antreten. Es gibt dann immer in regelmäßigen Abständen Abstimmungen auf Twitter und da laufen gerade eben, ich glaube, die Abstimmung zum Viertelfinale. Ihr könntet noch den einen oder anderen Klick vertragen. Also von daher, wenn ihr da mal reingucken wollt, ist schnell gemacht, dann könnt ihr das gerne einfach mal tun. Ich verlinke euch da den aktuellen Twitter-Thread und dann könnt ihr da reingucken. Und dann habe ich noch eine Serienempfehlung. Ich habe, nachdem aktuelle verfügbare Staffeln von Blacklist rum waren, musste ich mich ein bisschen auf die Suche begeben, was ich denn weiter gucke und bin auf die Serie The Rookie gestoßen. Und die hat mich von daher interessiert, weil der Hauptdarsteller ist Nathan Fillion. Ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt. Wenn ich ihn sehe, bestimmt. Ja, ich weiß. Der hat früher mal irgend so eine andere Krimi-Komödie und so weiter gespielt. Ich glaube, wie hieß das? Castle oder so. Castle war das, genau. Er war einer der beiden Hauptprotagonisten bei Castle damals. Bei Castle ist er quasi Schriftsteller und läuft mit
der Polizei mit und löst Fälle, und bei The Rookie fängt er quasi als Polizist an. Also es ist so, nicht, spielt nicht im selben Kosmos, aber ist quasi so der nächste Schritt, und ich fand es eine sehr unterhaltsame Serie. Wer da auf Serien in der Richtung sich zu begeistern lässt, der ist da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Gibt 2 Staffeln bei Magenta TV. Ist jetzt keine Werbung für meinen Arbeitgeber, aber das war das, wo ich sie kostenfrei gefunden habe. Also wenn ihr da sowieso einen Zugriff habt, dann könnt ihr da einfach reinklicken und euch 2 komplette Staffeln angucken. Momentan wird es ja gerade so ein bisschen schwierig, was so Serienproduktionen angeht, weil ja dann doch manch eine Serie nicht gerade fortgeführt wird oder es keine Übersetzungen gibt, weil Synchronsprecher nicht vorhanden und so weiter. Also es wird ja auch gerade da ein bisschen schwierig. Wie ist es generell bei euch? Seid ihr überhaupt noch so im Serienmodus? Weil bei mir ist es tatsächlich so, ich habe jetzt ausgeseriert. Ich muss auch sagen, ist mir letztens aufgefallen, was ich noch schaue, sind so Miniserien, so hier 4 Folgen, irgendeine Doku-Reihe oder so. Okay. Da habe ich mir jetzt letztens dieses Jeffrey Epstein Scheiß da angeschaut. Das war, ich habe es nicht geschafft, tatsächlich. Boah, das ist so hart, ey. Ja. Letztens habe ich mir mal zum Einschlafen was über Trump, wie du sagst, so eine richtige Pam, ich kann es kaum erwarten, die nächste Folge zu sehen, Serie fehlt mir gerade. Versuche das aber jetzt zu ändern, indem ich mir dieses Spin-off von Sons of Anarchy anschaue hier. Wie heißt das? Mayans. Genau, da gibt es jetzt 2 Staffeln, da werde ich wahrscheinlich im Anschluss an diese Aufnahme die erste Folge mir mal anschauen und gucken, ob sich das ändert, aber ich kann dich verstehen, Marv. Eigentlich denkt man, dass man während Corona irgendwie mehr Zeit hat für solche Sachen, aber irgendwie habe ich auch gar nicht so den Bock gehabt. Also ich lese momentan mehr, als dass ich irgendwas schaue. Patricia, was mich zu meiner nächsten Empfehlung. Oh ja, gut, okay. Nee, ich kann wie immer an dieser Stelle das Elf-Freunde-Sonderheft empfehlen. Ist sehr, sehr dick geworden. Die hatten scheinbar auch ein bisschen mehr Zeit dieses Jahr. Papier war noch da, es musste all werden. Einige interessante Dinge drin. Also kann ich tatsächlich nur empfehlen. Was ich auch empfehlen könnte, ich weiß nicht, ob das für jeden was ist, weil es ist teilweise schon, das ist jetzt nicht unfassbar gut, aber die Biografie von Thomas Tuchel ist zumindest interessant, wenn man probieren will, ihn ein bisschen zu verstehen. Was glaubst du? Bist du ihm jetzt positiver gesinnt? Ich habe bei 93, habe ich es, glaube ich, gesagt, von Ablehnung minus 100% sind es jetzt noch minus 90. Also es ist weit davon entfernt, mir sympathisch zu sein. Aber ein bisschen bin ich es ja durch verurteilt gewöhnt, mich in dubioseste, abstruseste Menschen reinzuversetzen. Das ist mir auch hier gelungen. Also so ein bisschen kann man diese 2 Gesichter von ihm da rauslesen. Ist jetzt tatsächlich, deswegen Empfehlung in Anführungszeichen, ist nicht unfassbar spektakulär geschrieben. Es ist eher so eine Abhandlung von Chronologie. Aber so einigermaßen interessant ist das schon. Das heißt, ich empfehle es jemandem, der gerade überhaupt nicht weiß, was er lesen soll. Also Leute, das soll auf gar keinen Fall irgendwie irgendein Buch verdrängen, was ihr gerade lesen wollt. Aber wem komplett langweilig ist, der kann sich das durchlesen. Ich fand es zumindest interessant. Ja, tatsächlich. Klingt eigentlich interessant, mit Tuchel fremdlich ja noch so ein bisschen, aber vielleicht ist das trotzdem ein Anlass, um mal die Bogen zu glätten. Ich muss sagen, weil ich ja gerade schon gemeint habe, dass ich ja aktuell nicht mehr so richtig in einem Serienflow bin, aber dein Tipp mit den Mayans ist gut, das mache ich jetzt auch, fange jetzt auch gleich mal an hier, wenn wir jetzt fertig sind. Mal gucken, weil Sons of Anarchy fand ich ja schon ziemlich geil. Habe ich aber letztens einen Film geguckt, und zwar den Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga. Es ist komplett überzeichneter Irrsinn, komplett gaga. Will Ferrell tatsächlich in einer meiner liebsten Rollen, die er jemals hatte. Also ich muss echt sagen, ihr kennt ja vielleicht Eurovision Song Contest, habt vielleicht schon mal gesehen. Und ihr wisst ja, dass das ja sowieso eigentlich selber total oft überzeichneter Quatsch ist, und du dich fragst, warum ein Monster, irgendwie einer im Monsterkostüm irgendwie helle Töne trifft und dann irgendwie so sehr rhythmisch singt oder so. Also es ist komplett kranker Schwachsinn. Es spielt teilweise auf Island. Auch da ist alles komplett überzeichnet, dass dann zwischen Wale einfach mal, weil es Wale in Island gibt, kommen einfach spontan 2 Wale hoch, ja, während ein Blick auf das Meer gerichtet wird. Also komplett gaga, aber es ist sehr, sehr lustig. Und wenn ihr einfach mal ein paar unverfängliche
peinliche Lache haben wollt, dann nutzt das, weil es ist bei Netflix, ihr könnt es euch abchecken und das, die 2 Stunden vergehen extrem schnell. Schöner Film. Ist das nicht sogar eine Netflix-Eigenproduktion? Genau, ist es, ja. Richtig gut. Ja, habe ich auch noch auf der Liste. Ich habe so ein bisschen das Problem, ich komme halt irgendwie überhaupt nicht in so Filmmodus irgendwie reingucken. Also Serien kriege ich irgendwie noch hin, weil da kann ich auch noch im Zweifelsfall entscheiden, gucke ich jetzt 1 Folge oder 4. Aber so Film, irgendwie die Motivation, mich hinzusetzen und wirklich so 2,5 Stunden am Stück so einen Film zu gucken, ist gerade bei mir irgendwie nicht da. Bei mir genau das Gleiche. Ich komme auch irgendwie in Filme gar nicht rein, seit einer Zeit schon. Also ich bin zu ungeduldig irgendwie geworden. Ich schaffe das nicht, mich da jetzt 2 Stunden zu fokussieren, außer so, doch so als Corona angefangen hat, habe ich die ganzen, da kam ja auch noch Disney Plus raus, da habe ich mir irgendwie die ganzen Disney-Filme reingezogen. Auch die, die ich noch nicht kannte, das war sehr gut. Das waren, glaube ich, die letzten Filme, die ich geguckt habe. Serien bin ich auch irgendwie komplett rausgerutscht. Aber ja, deswegen ist es ganz gut, dass ihr da ein paar Tipps gerade aufgelistet habt. Kann ich vielleicht auch mal wieder reinschauen. Ich habe nämlich auch überhaupt nichts zu gucken momentan. Ich habe irgendeine Serie mal mittendrin wieder abgebrochen. Ja, keine Ahnung. Das ist momentan auch schwierig. Ja. Aber jetzt habe ich ein paar Tipps. Vielleicht findet sich da ja was. Genau, und du hast ja gelernt, falls ja total langweilig ist, dann liest du die Biografie von Thomas Tuchel. Aber nur, wenn es ganz, ganz langweilig ist. Ja, das ist Voraussetzung. Einstiegsvoraussetzung für dieses Buch. Genau. Na gut, ich würde sagen, dafür haben wir es heute, oder? Ich würde sagen, dafür haben wir es. Genau. Ja, vielen Dank für das Zuhören, für das Unterstützen, für das Supporten. Wir freuen uns jetzt schon wieder auf, oder Marvin hauptsächlich, auf großartige Diskussionen in den YouTube-Kommentaren. Nee, ja. Ich freue mich, nee, reicht mir jetzt. Also, hab das jetzt letzte Woche mal gemacht, ich mache jetzt wieder Pause. Ich habe ja jetzt auch, also ich habe ja nicht extra wieder angefangen mit den ganzen Corona-Verweigern. Okay, dann müssen wir noch auslösen, wer dann diese Woche die YouTube-Kommentare beantwortet, da werden wir aber sicherlich auch einen finden. Lasst euch überraschen, irgendwer wird euch auf jeden Fall antworten. Wir freuen uns auf jeden Fall auf alle eure Kommentare. Wir gehen auch gerne mit euch in den Diskurs. Freuen uns für Unterstützung. Klickt mal auf die Links zur Sendung, die ihr bei uns auf der Seite findet. Hört am Freitag mal in den offiziellen Podcast der Frankfurter Eintracht rein und dann können wir ja vielleicht in der nächsten Woche oder übernächsten Woche mal schnacken, wie das so ist. Empfehlt uns weiter. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche, ein schönes Wochenende und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Hey, hey, hey,